Ja, ich wollte gerade sagen, heute sind wir besser vorbereitet als gestern. Nein. Du brauchst natürlich für den Chat. Willkommen zum Late Night Talk, dem Spiel mit uns. Ja, moin. Heute schon moin? Nein, heute, wir haben noch heute. Noch ist heute. Also guten Abend. Heute aber ein bisschen, oh, warum ist das auch schön, ein bisschen ausgeschlafen als gestern tatsächlich, weil jetzt sind wir direkt von der Spiel nach Hause. Ja, brav. Was essen und dann haben wir... Was essen in Essen. Was essen in Essen. Schenkelklopfer. Und dann haben wir, habe ich noch ein bisschen geschlafen, du wolltest WoW spielen und... Ich habe... Sagst du, als ich aufgewacht bin, auch da. Ich habe 20 Minuten WoW gespielt und dann war ich echt voll zu müde und bin immer gegen so eine Mauer gelaufen und da merkte ich, das ist falsch, ich gehe ins Bett. Okay, da habe ich aber, glaube ich, schon lange geschlafen. Du hast geschlafen. Ich musste irgendwas hören im Internet. Ja, ich bestimmt HLS wieder. Ja, ich glaube auch. Als ich aufgewacht bin, waren wir in der Arktis. Wir waren in der Arktis. Ich fand Arktis auch mal toll. Ja, war ganz cool. So, also wir sind da. Ich hoffe, ihr einen schönen Tag, wenn ihr auf der Spiel wart und natürlich auch, wenn ihr nicht auf der Spiel wart. Heute sind wir besonders interessiert, natürlich wie üblich, an allem, was ihr so auf der Spiel erlebt habt. Vor allen Dingen an... also mich interessieren vor allem so kleine Spiele, so diese ganzen Kartenspiele von NSV oder so, oder auch von Amigo, verzeihen, was aufgetaucht ist, von Moses, so von irgendwelchen anderen kleinen Verlagen, auch alle 5, 6. Irgendwas Kleines, Schnelles, das so die Sachen, die wir halt auch im Stream rausholen können, wo wir dann sagen können, hier, mal eben schnell gespielt, ist cool, macht Spaß. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, dann immer her damit. Da haben wir morgen noch ein bisschen Zeit, dahin zu gehen. Und da wäre ja auch, das ist immer geil auf das Spiel. Samstag sage ich so bei allen immer, sagst du, hey, ist voll toll heute. Wieso? Ja, Stunde mehr Schlaf. Ja, Zeitumstellung. Das ist irgendwie immer keinem bewusst, aber es ist das Tollste überhaupt, dass die Zeitumstellung darf niemals abgeschafft werden, weil sie bedeutet einfach für uns auf der Spiel eine Stunde mehr Schlaf. Moment, da könnten wir jetzt eine kritische Diskussion anfangen. Nö. Ob man das abschaffen soll. Doch, könnten wir, aber das machen wir nicht. Ja, wir können auch aber das wir könnten gibt, das. Aber nein, darüber brauchen wir nicht sprechen, den gibt es. Mhm. Aber die Zeitumstellung ist wirklich unnütz, aber das lassen wir jetzt. Genau. Für dich ist sie toll. Ich für dich auch, du hast auch eine Stunde Schlaf. Ja, bei mir ist es wurscht. Mhm. Ich bin ja nicht so kaputt wie du. Das stimmt. Aber Ben war heute ganz vernünftig und ist echt mit ins Hotel gegangen und hat nicht gesagt, ich muss noch irgendwo hin. Hi, Denise. Ich war ins Wasser. Ach, das war toll. Denise, hi. Haben wir nicht auch irgendwo anders mitgebracht? Na, das ist meins. Ich habe doch ein ganzes Sixpack mitgebracht. Mitgebracht? Ja, weil du hast ja keins. Oder nicht hier? Ah, da ist es traumhaft. Und natürlich fehlt der obligatorische Zettel. Oh, Ben, du bist so unvorbereitet. Das ist nur, weil ich gepennt habe. Das hier möchte ich nicht missbrauchen. Oh, so kann ich auch nicht arbeiten. Okay. Das ist von Marcel und Afu, das heißt, wir können seinen Zettel benutzen. Ja, genau. Und der Stift? Ich hole keinen Stift wieder. Wo ist er denn? Da. Nee, das sind, glaube ich, die brauchen wir für Spiel. Tasche. Hier, wir haben nämlich ein cooles Spiel gekauft. Wer von euch im Chat weiß, für welches Spiel das hier wirklich nicht nur, also was zum Aufschreiben ist, sondern extras. Zum gleichen Spiel gehört auch das hier. Und, wo ist er? Der Lieblingsstein. Ich habe mir viele ausgesucht, das hier war der, den ich am Anfang genommen habe. Also wer weiß, zu welchem Spiel diese Spielmaterialien gehören, der war definitiv auf dem Spiel. Und hat, wenn ihr das schon gespielt habt, das Spiel, dann gerne auch was dazu sagen. Wo sagt das so, ich gucke? In meiner Tasche. Die findet natürlich kein Mensch wieder. Doch. Da. Also, ist das wirklich eine Tasche? Ja, das ist eigentlich ein Rucksack. Ja. Ein also, willkommen zum professionellsten deutschsprachigen Late Night Spiel Talk. Wahrscheinlich wird dieses Format im nächsten Jahr von diversen anderen kopiert werden, weil es Glitzerstift? Einfach unfassbar erfolgreich ist. So, schön. Jetzt sind wir vorbereitet. Ehrlich? Also, was habt ihr so erzählt, was habt ihr erlebt? Erzählen euch vielleicht, was wir erlebt haben. Es war relativ entspannt tatsächlich heute bei uns. Hallo Marcel. Wie gesagt, Marcel, mach gerne noch die Verkaufsliste fertig. Wir haben morgen relativ viel Zeit, das alles abzulaufen. Wir haben halt schon ein paar Sachen gekauft. Moment. Böses Wort. Was, laufen? Laufen. Komm, die übliche Folge ist doch, dass wir irgendwo hinlaufen. Und dann heißt es, nee, und wir müssen noch in die andere Richtung. Oh. Und dann ist es aber auch ungefähr zwei Hallen in die andere Richtung, was sehr stressig ist. Und dann stellen wir fest, ja, danach müssen wir in die andere Richtung wieder, wo wir eben waren. Wir pendeln immer zwischen Halle 5 und Halle 1. Und das ist wirklich weit. Danke jetzt Karl nochmal für das Ausmachen vom Stream. Deswegen morgen, morgen Mittag, wird es, wenn alles klappt, das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil ich das Passwort nicht weiß oder so, Twitch-Stream geben von der Messe, den originalen Messe-Twitch-Stream, wo dann Stefan und ich drin sein werden und euch irgendwie versuchen werden zu unterhalten, auf meinem Twitch-Kanal, wahrscheinlich nicht auf YouTube. Seid ihr schon durch? Ocho hat uns beim Döner scheinbar gesehen, er hat gestern dich da gesehen
Und heute in uns bist wahrscheinlich auch im Bildungshotel oder in der Nähe da. Auf diesen Döner freue ich mich die ganze Zeit. Der sieht von draußen total abgefuckt wie so ein normaler Döner aus. Aber drin super lecker, tolles Essen. Auch nicht nur die klassische Dönerbude, auch wenn die Karte mittlerweile fast danach aussieht. Aber, ja, aber toll, es ist so lecker. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Ich schlafe aber jetzt. Stefan, Soos, nicht abknicken. Tristan Jäger, hi. Hi Fico, hi Zergling. Altenbergstraße. Ja, wir sind im Bildungshotel. Ja. Was schade ist, weil das wird einfach zugemacht. Das ist einfach, dieses Zimmer ist absolut perfekt für die Messe. Ich meine, man kann streamen, man kann in Ruhe schlafen. Und der Hintergrund man hat Platz ist für die toll. Spiele. Wir werden heute tatsächlich auch ein paar Spiele zeigen, die wir geholt haben. Ich habe hier auch die große Tasche mitgebracht, aber das ist nur nicht ein Bruchteil, aber ein Teil der Spiele, weil wir haben dann Freunde aus dem, kennt ihr, wenn ihr D&D guckt, Tabea und Peter, waren halt auch einen Tag da, hatten auch relativ viel dabei, aber haben dann so ein bisschen Platz im Auto geschaffen und dann haben wir einfach schon ganz, ganz viele Spiele rübergeschleppt. Und dann können wir halt auch nicht so viel zeigen, aber es ist jetzt ja auch nur ein Teaser für morgen, wenn das große Essen Homecoming ist, dann werden wir euch halt alles zeigen, was wir mitgebracht haben, so ich als auch Stefan. Von dir zeigen wir heute auch schon einen Großteil des Loots. Ich habe ja nicht so viel. Und aber schöne Sachen. Genau. Bisschen, aber sehr ausgewählt. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche coolen Erlebnisse heute hattet, was auch immer, ob ihr nun was gespielt habt oder was anderes, wo ihr irgendwie andere Spieler getroffen habt, was irgendwie ganz toll war, oder Autoren oder mal ein Verlagsmenschen ins Gespräch gekommen seid, einfach mal her damit. Guten Abend, welche Spiele sind eure bisherigen Highlights? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die mir in den Chat geht. Ich möchte jetzt gleich etwas sagen, ja, weil das liegt mir so am Herzen. Wir haben ja gesagt, ja, dass jeder, der uns sieht, uns so gerne ansprechen kann. Heute Abend um kurz vor 7 in Halle, weiß ich nicht, 4, 3? In 2 waren wir, glaube ich. In 2 stand ein junger Mann, groß, schlank, mit Brille vor uns. Und wir haben uns unterhalten mit einer jungen Dame, die wir verabschiedet haben. Und er hat wirklich auch gewartet und wollte, glaube ich, mit uns sprechen. Und wir haben ihn total so, hi und weg, weil wir einfach keine Zeit hatten. Wir hatten noch einen ganz kurzen Termin und mussten da dringend hin. Und das tut mir... Und wir waren vor allem auch vollkommen durch. Also ich sage mal, alle gerne halt los, aber wenn es so abends um 6:30 ist oder so, dann... Das soll auch nicht unfreundlich sein, aber das kann ich hoffentlich jeder bestätigen, wie ich getroffen habe. Leid. Also auch gerne dann nochmal morgen Hallo sagen, da sind wir sicher ein bisschen fitter, weil auch einfach viel mehr geschlafen. Ja, also wenn da irgendjemand das Gefühl hat, das war jetzt ein bisschen doof. Das war doof. Ich fand das total doof. Ich habe mich so unwohl gefühlt in der Situation. Gar nicht mehr genau, du hast ihn gar nicht mehr richtig gesehen, ja, weil du warst einfach also sorry schon... dafür. Ja, es tut uns echt leid. Also mir auf jeden Fall ganz, ganz doll. Ja, Tim haben wir, glaube ich, heute auch getroffen. Also ganz, ganz viele Leute haben wir heute getroffen. Das war echt und schön. Das Geilste, ich sag's jetzt doch. Ja. Wir liefen so, da kommt jemand und sagt, hi, Bens Mann. Nur das. Er hat nicht Hi Ben gesagt. Ich hab mich nicht mal angeguckt. Nein, er hat nur mich angeguckt. Das fand ich total. Ich habe Fans. Ach, ganz eigene. Das fand ich total toll. Ja, und scheinbar habe ich eine Sache auch gar nicht wirklich mitbekommen. Irgendjemand ist dann vorbeigegangen, bin auf die Schulter geklopft, gesagt, weiter so. Ja. Ein älterer Herr, so. Ich weiß nicht, wann das war. Deswegen, ich habe mich. Es gab ein paar Leute, nur kurz. Heute Vormittag. Und der lief so, und das fand ich auch ganz, ganz toll. Den merkte man richtig an. Ich will gar nicht viel mit ihm quatschen. Ich will einfach nur, dass er weiß, das, was er macht, gefällt mir gut. Und er soll unbedingt mit dem so weitermachen. Ja. Das war für mich ganz, ganz toll. Ja, ich fand das auch ganz interessant. Also ich habe ja wirklich, wir haben ja heute, also es gab ja dieses Expertenpanel zum Thema YouTube, Podcast und Co. und das so, wie man toll. Damit so irgendwie, keine Ahnung, ob man da Geld verdienen kann, was für einen Einfluss man hat, wie unabhängig man ist und so. Und jetzt habe ich auch hier wieder vergessen, was ich sagen wollte. Davon wolltest du erzählen. Genau, davon wollte ich erst erzählen, das war auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ach so. Das ist mir heute tatsächlich schon häufiger passiert und das ist einfach immer ein Duld. In dem Gespräch, in dem Panel habe ich auch irgendwas erzählt, habe lange ausgeholt, wurde auf irgendeinen Punkt hin. Das ist auch schön, was ich im Vorfeld erzählt habe, glaube ich. Weg. Und dann war es einfach weg, was ich doch einfach gesagt habe. Der Boardgame-Digger hat sich auch gut benommen. Also es war tatsächlich... außer, dass er wieder ein Bier getrunken hat auf Bier, der Bühne. Aber... hat ihn seine Fangemeinde wieder instrumentalisiert. Und wir wissen auch, wer hat am meisten geredet da, obwohl eigentlich allen die gleiche Redezeit zugeteilt werden sollte. Ich habe vorhin gesagt, unterbreche mich, und ich glaube, es waren gar nicht so viel. Das Ding könnt ihr euch auch hinterher angucken, dass ich weiß, ob es schon online ist, aber alle diese Paneele, diese Expertengespräche, Panels, wird es auch irgendwie hinterher online geben zum Gucken. Da waren halt Christoph Dick von Bella Board Games, halt der Boardgame-Digger, dann war da halt Nico von den Bretagogen, Julia von Spiel doch mal, ich, Daniel Wöhner von der SZ
und dann der Moderator. Und der war auch ganz gut vorbereitet. Er fragte, kanntet ihr euch? Warum kannt ihr euch so gut? Genau. Und hat auch im Vorfeld schon interviewt. Und das war, glaube ich, echt eine interessante Gesprächsrunde. Das war toll. Ich war halt, also ich habe es halt nur von einer Seite erlebt. Das ist auch mal natürlich ganz spannend, das dann hinterher nochmal von der anderen Seite zu sehen. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, gerne. Ich habe da 10 Applaus bekommen. Und das fand ich natürlich ganz nett. Aber Zwetti, die Freundin vom Digger, wurde auch erwähnt. Also mich, Benjamin hat mich erwähnt und dann hat man applaudiert. Nee, das war der Digger, der ich erwähnt habe. Na, ich weiß nicht, entweder du oder der Digger auf jeden Fall. Was ist denn da, warum? Weil ich schon seit 2 Jahren da mit dir hingehe und das durchleide wahrscheinlich, habe ich dann Applaus bekommen. Das fand ich natürlich ganz schmeichelhaft. Dann hat der Digger eben erzählt, dass er ohne Zwetti eigentlich gar nichts wäre und dass die ganz viel... Kein Holding On. Was? Ich erzähle das. Ach so, über das Spiel. Wenn du über Holding On fragst, dann muss ich jetzt sagen, nein. Ja, das weiß man doch nicht. Ich erzähle über den Digger und du machst einen Daumen runter. Das passt überhaupt nicht dazu. Lass mich ihm fertig reden. Und... Der Digger hat halt erzählt, dass er ohne Zwetti gar nichts wäre, dass sie ganz viel für ihn macht und da gab es gar keinen Applaus. Und Zwetti, ich applaudiere für dich, weil ich finde dich cool, ich finde das, was du machst für deinen Freund. Mann, Freund, ich weiß gar nicht genau, ob ihr verheiratet seid. Nein, ich glaube, er traut sich nicht. Er traut sich nicht? Ich weiß nicht, vielleicht werden wir eingeladen, wenn er verheiratet. Ich würde sogar kommen. Also ich finde es toll und du hast einen riesen Applaus verdient. Das muss ich mal sagen. So, jetzt bin ich auch fertig, ich schweige jetzt. Ja, ich eigentlich auch. Daher meine Frage, wo war denn die Frage jetzt noch? Hello, that's wonderful. Aftermath gibt es, glaube ich, auch noch länger, weil es kostet einfach 80 Euro und ich weiß nicht, ob das so geil ist. Und Wonderful World, ich habe es nicht mal angespielt, nicht mal angeguckt, weil Marcel bekommt das zugeschickt und es hat nichts, wo ich gesagt habe, ich brauche das unbedingt, was bei wenigen Spielen der Fall war. Daher habe ich das nicht gekauft und werde es mir hinterher angucken, vielleicht. Also es hat nichts, was mich gereizt hat, deswegen werde ich da jetzt auf Informationen hinterher warten, ob Leute sagen, boah, total genial, muss man haben. Oder ob es wie viele Spiele dieser Spiel ist, dass man sagt, ist nett, aber braucht man nicht, weil es gibt, das ist ja auch meine Erfahrung, echt keine Flops tatsächlich. Alle Spiele sind mindestens gut bis sehr gut tatsächlich, aber es gibt wenig dabei, wo man sagt, ja, so ein Spiel in der Art habe ich schon zu Hause. Das ist tatsächlich eher bei den so Standard groß gehypten Spielen die Ausnahme. Das sind alle Spiele, wenn ihr jetzt das erste Mal auf der Spiel seid und ihr fangt eine neue Spielesammlung an, würde ich hier eindenken. Dann könnt ihr hier Spiele holen, die sind toll, die sind auf einem super krass hohen Level und dann habt ihr ab jetzt Spiele, wo ihr in den nächsten 2, 3 Jahren sagen könnt, so was Ähnliches habe ich ja schon. Also das finde ich bisher tatsächlich erstaunlich, dass es für mich persönlich fast keine Flops gibt, wobei ich aber auch Sanctum nicht gespielt. Da habt ihr mir, glaube ich, ein Zuschauer erzählt, dass er es toll fand und gut fand und 5, 6, 7 haben gesagt, Finger weg davon. Genau, Pflicht und On für Terraforming Mars, habe ich ja schon oft beantwortet. Erst Hellas und Elysium, dann Preludium und dann alle anderen. Zu der neuen kann ich nichts sagen, die ist jetzt gerade zu Hause angekommen in der englischen Version. Genau, die Idee mit meiner Mama, dafür müsste meine Mama halt Videos machen können. Moment. Ja, genau, ich sage ja auch, du kannst das, du brauchst nur ein Handy mit dem Mikrofon, so die Aufstattung hast du auch zu Hause. Stativ. Wir haben doch gerade im Auto besprochen, dass wir vielleicht Weihnachten mal das überdenken. Mhm, ja, das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Ja, aber ich möchte nicht dein Blog kaputt machen. Ja. Indem vielleicht Leute dann sagen, was ist das denn? Jetzt kommen da Kindersachen und so. Will ich nicht. Obwohl, man muss es ja nicht gucken. Man muss auch tatsächlich gucken, wenn das Videos über Spiele, Kinderspiele sind, das glaube ich tatsächlich, wenn da Kinder mitmachen, dann hat man so ganz streng Auflagen. Das hat der Spieleblog von Jörg Körniger, der macht ja auch eigentlich Videos nur mit seinen Kindern. Ja, da muss er halt immer die Kommentare moderieren und ich würde und so. Ja, das müssen wir tatsächlich mal gucken, aber wie gesagt, es gibt echt viele schöne Kinderspiele. Eins haben wir hier. Wir haben noch irgendein anderes, wo wir uns vorgestellt, das ich auch total schick fand, wo ich dachte, es gibt echt so viele schöne Kinderspiele, auch gerade in dem Bereich. Kann man auch viele tolle Sachen machen. Und die sind so wichtig. Ja, und gerade die Spiele, also ich habe heute auch schon mit meiner Mutter darüber diskutiert, das ist eigentlich mein Neffe müsste eigentlich die erste Klasse, wenn jetzt das noch ja weitergeht mit Spielen, auch so Lesespiele und Rechnen und so, kann man überspringen, weil wenn man da schon lesen kann und rechnen kann, was soll man denn dann noch? Dann kann man ja auch schon einfach die Zeit sparen und muss das alles gar nicht lernen. Müsste, könnte. Genau. Wie ist denn deine Schulter gekommen? Ja. So groß ist Ben nun nicht. Man kommt schon dran. Wobei ich tatsächlich, wenn ich mich meine Tasche umdrehe, schnell könnte ich irgendwann ausnocken. Aber das mache ich natürlich selten. Chocolate Factory hat Solo-Spiel okay. Habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Habe ich angefragt, habe ich keine Antwort bekommen. Geh morgen mal zu Tabula Mysteria. Ist ein Knaller, der riesige Drachen ist recht.
Vergesst nicht, die Uhr umzuschalten. Die Uhr schaltet sich Gott sei Dank für den Reinigung. Ja, Gott sei Dank. Mystea, wenn ich mich recht entsinne, habe ich da eine Kickstarter-Preview zugemacht. Ja, in meiner Version gab es keine Minis, sondern nur Holzwürfel. Ich fand, die Holzwürfel haben perfekt ausgereicht für das Spiel. Da brauchte man gar keine Minis. Und das Spiel fand ich gut, aber auch wieder nicht so herausragend, dass ich jetzt unbedingt brauche. Da müsste ich auch mal nachgucken. Ich habe es auf jeden Fall gespielt. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein extra Video zu gemacht habe, weil das war auch leider zu einer Zeit, wo sowas manchmal untergegangen ist, weil ich einfach beruflich unterwegs war und sowas hinten angefallen ist. Ich glaube, künftig werde ich solche Kickstarter-Previews, wenn ich sie annehme, auch 100% garantiert machen können, weil es auch einfach echt schade ist, wenn sich da Leute hinsetzen und so einen Prototypen bauen. Ich weiß genau, wie lange das dauert. Nächstes Spiel, ich mache das nicht. Das ist halt leider schon ein paar Mal aus Zeitgründen vorgekommen. Tut mir immer furchtbar leid. Und ich werde auch versuchen, das zu finden, dass es irgendwie passiert. Genau, wir sollten da Christina Dorje geschrieben, finde ich cool. Wo ist dein Handy? Werden es blieben? Don't Handy? Nix, das ist Willi. Schöne Grüße. Willi zu Hause. Hi, Schatz. Schönes Bein hochlegen. Genau. Gute Besserung. Gute Besserung. Auch an alle anderen Leute, die krank sind. Die große Überraschung, ja, wie gesagt, die größte Überraschung war für mich fast, dass es keine Flops gab. Das war, also bisher zumindest noch nicht. Und egal, wie wir gefragt haben, keiner konnte uns sagen, boah, das war das Highlight. Es gibt, glaube ich, viele gute Sachen, aber keins, wo man unbedingt jetzt sagt, das, genau das ist das Highlight der Messe Essen 2019. Ja, wobei hat für mich, ja wie gesagt, auch schon 100 Spiele vorher gespielt und die sind, also Kura Island ist halt super gut. Alles andere, was ich auch schon drin hatte, in meiner Top 11, in meiner Top 100, das waren halt größtenteils, ich weiß nicht, ihr jetzt wahrscheinlich besser wissen als ich, ob ich da irgendwas hatte, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt totaler Mist, wird sich auch ein, zweimal gegeben haben, aber auch dann, glaube ich, selten was, wo ich vorher dachte, das wäre richtig geil. Kinderspiele sind super, mehr davon auf deinem Kanal, Ben. Ja, ja, ne, den Zwinkersmiley verstehe ich schon, Christian. Karak ist eine Empfehlung für Einstieg Dungeon Crawler. Das habe ich heute auch irgendwo gesehen. Ich schreibe mal wieder so ein bisschen mit, wenn ihr zwischendurch ein paar Namen in den Raum wirft. Deswegen erzählt mal, was ihr so gespielt habt. Ihr seid doch gerade an dieser tolle pinke Glitzerstift. Schreibt nur unbedingt. Pink? Alter, Moment mal. Der Glitzer, ist er nicht pink? Könnt ihr mal bitte schauen? Weißer. Ach, geht weiß. Es nicht. Er ist einfach nur, aber er ist doch nicht pink. Hallo, okay. Du machst mich wahnsinnig. Nein. Weiß. Haben wir ein Video zu, ich glaube, also das ist einschränkt. Karl geht schon zusehen, ich liefe tatsächlich, das muss ich mal kurz überlesen. Ja, lest du eben und ich sag eben danke an die junge Dame, die mir gestern Augentropfen mitbrachte. Es hat leider nicht so gut funktioniert damit, aber heute habe ich dann welche bekommen. Mein Auge ist immer noch, ihr seht, ich rubbel immer ein bisschen dran rum. Das darf man eigentlich überhaupt nicht machen, aber es geht immer noch nicht so viel besser. Aber danke für die Augentropfen. Exo ist ja, glaube ich, von den Leuten, die auch Tsukuyomi gemacht haben, was ja auch ziemlich durch die Decke gegangen ist und auch ziemlich gehypt war. Wenn das das Spiel ist, die heißen ja auch alle irgendwie ähnlich. Oder war es Eco? Nee, es war Eco. Exo kenne ich nicht. Eco ist ja das von den Tsukuyomi-Leuten, glaube ich. Das haben nämlich Philipp, Freunde von mir aus Göttingen, heute gespielt. Die meinten, es sei super geil. Sie würden es 100% backen, wenn der Kickstarter nächstes Jahr kommt. Also richtig toll, waren sehr begeistert davon. Von Exo haben sie mir auch erzählt. Ich glaube, das gibt es auch nur als Demo. Ne? Zu den Demos kann ich... Dieser Stift ist... Ja. Der ist toll. Ist Marcel P. unser Marcel? Marcel P. ist unser Marcel. Hi, ja. Marcel. Karak ist nichts für dich, ich weiß mit dem Sohn, da vertraue ich mal auf Marcells Urteil und schreibe das gleich wieder durch. Also ich glaube, es gibt so eine Demo, also auch viele Spiele, von denen wir Philipp und Philipp heute erzählt haben, waren also Demospiele von Kickstartern, die nächstes Jahr kommen sollen, überhaupt erst auf Kickstarter. Ich glaube, das ist auch super cool, also hätte ich halt wirklich Zeit, mich aktiv gezielt hinzusetzen und da diese ganzen Sachen anzuspielen. Ich würde das auch machen, aber sie haben ja auch dann halt viel Feedback gegeben zu den Sachen und meinten, hey, da frag mal nach, ob du dann eine Vorab-Exemplar bekommst zum Zeigen, das wäre sicher toll und bei dem vielleicht eher nicht. Also das war ganz gut, da habe ich ungefähr eine halbe Stunde lang Feedback bekommen. Ich habe noch von gar keinen Kontinenten, da hat ja ein anderer YouTuber richtig viele Infos rausbekommen. Nee, ich habe mich, wie gesagt, da... ich bin jetzt nicht so der investigative Journalist, der da ganz viel rausfindet auf irgendwelchen Messen, außer wenn ich mal zufällig mit dem Autor rede, aber du kannst sie gerne mit uns teilen. Hallo ihr beiden, hallo Litti. Karak Bandissen, den hatten wir schon. Hast du dir heute den Looping Verlag angesehen, den ich dir gestern empfohlen hatte? Ja, tatsächlich sind das ja die mit diesen ganzen kleinen Spielen, Streaming und so, da habe ich auch letztes Jahr welche mitgenommen. Das sind immer so Spiele, die tauchen in den Listen oben auf und dann hört man nie wieder was von denen. Ich habe auch das eine
das San Francisco-Spiel seit einem Jahr zu Hause rumliegen und es macht mich irgendwie nichts an. Ich habe noch nie irgendwelche Rezensionen gesehen, die gesagt haben, wow, die braucht man total. Die ploppen immer so zur Messe auf und danach hört man nie wieder was von denen. Ich habe die angeschrieben, aber habe da keine Antwort bekommen und ja. Kann ich ein Stück von Karls Liste abnehmen? Du kannst ein Stück von, ja, du kannst einfach den nächsten Zettel nehmen. Nee, ich brauche nur, ich muss Karak aufschreiben. Karak. Vielleicht muss ich das kaufen, weil wir das mit Max spielen müssen. Naja, vielleicht schreibst du noch mehr drauf. Das kann ja, ja kleiner werden. Wir werden auch gerne so ein, zwei Sachen in die Kamera halten, die wir heute geholt haben. Und vielleicht auspacken, nachdem, was ihr so sehen wollt. Ja, mit Kids ist Karak echt toll, mein Sohn liebt es. Karl, wir wissen, wie viele Spiele... Habe ich vorhin schon gezeigt, ich glaube, also wirklich gekauft... Also die meisten Spiele, tatsächlich, die ich gekauft habe, sind von Marcel. Deswegen das meiste Geld, was ich ausgegeben habe, kriege ich dann noch bald von Marcel wieder. Praktisch. Hast du immer Looping angesehen, Kinderspiel, Unterhaltsam, wie viele Spiele hast du gekauft? Ja, Kids, das ist echt toll. Das sind die Gene, Marcel. Von Lander hat man viel Positives gehört. Die gehen mit der Spiel Hard of Tour, bevor der März online geht. Lander. Space Lane Trader, da hat irgendwie auch Peter heute sehr begeistert von erzählt, meinte, das klang wohl ganz gut, meinte aber auch, glaube ich, dass ich nicht wüsste, ob man, also Pick Up and Deliver war es, glaube ich, so ein bisschen, aber nicht einfach ins andere spielt stattdessen. Suchen wir nach Mord Games mit Niramas, dort sein wir Essen, Walkthrough, da haben quasi was alles erzählt, Zins-Content-Zettel bekommt, da kommt es dann gleich, hi Karl. Wenn man die DNA bei euch in das Mikroskop legt, besteht sie aus winzigen Würfeln. Hi, wir haben 1987 Chandler gespielt, gutes Zweispielerspiel. Ja, findet das dran nicht neu, aber den Aktionsmechanismus ganz interessant. Hallo an alle 115 Zuschauer, 13 Daumen nach oben erst, da geht noch ein bisschen was, ihr wisst es. Ich reite ja so lange drauf rum, bis es ein Automatismus wird. Oder auch nach unten, ist egal. Ja, ihr könnt auch nach unten geben. Ich bin beruhigt. Hauptsache Daumen. Aber der eine ist da. Kommt es mir so vor, da haben die Frage mal, zwei. Zu wenig Exemplare dabei. Ärgerlich, wenn die Wünsche schon früh vergriffen sind. Ja, die könntest du auch einfach absolut nicht einschätzen. Auch gerade wenn es neu, zum Beispiel Era of Tribes, die waren ja gestern schon komplett ausverkauft und dachten eigentlich, die hätten halt so was Solides, was man ein paar Tage abverkaufen kann. Und haben dann irgendwie nochmal eine Extra-Lieferung aus Hamburg bekommen, die da gerade im Zoll war. Die wurden irgendwie spezial herversandt und die mussten sich dann gestern noch irgendwie auf die Messe schleichen, den ganzen Kartons da reinzubekommen, dass sie heute noch was verkaufen können, haben sie mir erzählt. Und so wie das aussah, weiß nicht, wie gut es noch ging am Samstagnachmittag. Ich fand das auch am Ende relativ entspannt und gar nicht so voll heute. Also die könnten heute schon wieder ausverkauft gewesen sein. Die ganzen Addons, die haben wir vor zwei Tagen geschrieben, kommen noch vorbei, hol dir die FX-Addons ab und dachte, ich gehe mal heute vorbei, gucken mal, aber sie waren ja auch schon ausverkauft. Und was haben wir da? Kultestorm. Klang super, super toll. Hat auch, glaube ich, Philipp gespielt oder angespielt und meinte auch, guck's dir mal an. Also werde ich vielleicht auch morgen nochmal reinschauen. Marco Polo 2 kaufen im ersten Teil nicht hat, kennt, ja, auf jeden Fall. Ist ja einfach nur, eigentlich wollten wir eine Erweiterung für den zweiten Teil, für den ersten Teil machen, hatten dann so viel Kram, dass wir eigentlich schon ein Spiel draus gemacht haben. Das ist komplett mit dem ersten austauschbar. Und auch da haben wir gestern Zuschauer berichtet, den ich bei Meet & Play getroffen habe, dass es gespielt hat, das absolut großartig ist. Er ist sogar von den Sachen, die man machen kann, besser findet als Teil 1. Und da, also man braucht den ersten Teil nicht, um das kaufen zu können. ich glaube Laserbox, Broken Tone, Folded Space. Folded Space kann ich sehr empfehlen, die sind tatsächlich echt gut. Ich habe eine Cochon-Tasche verholzen, weil ich überhaupt nicht wie all die restlichen Holzplatzen transportieren soll. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, aber ich drücke die Daumen, bin mit dem Auto da, das sollte es ja gehen. Genau, wir hatten heute Messepause und konnten da gleich die Demo von Lost Lights Board Game Circus angucken, weil man dort ich nicht. Tatsächlich. War auch sehr entspannt heute bei mir tatsächlich. Ich hatte einen Termin um 11.30 Uhr bei Spielworks. Das war ganz nett. 14 Uhr das, wie nennt man das? Neue Wort? Panel, glaube ich. Wenn man es deutsch eindeutschen will. Ja, ja. Und das waren so die einzelnen beiden Termine, die wir heute hatten. Das war eigentlich auch sehr entspannt. Wir waren zwischendurch einmal kurz im Auto. Wenn ihr mal im Presse- oder Aufstellerausbereich parken könnt, das ist super cool, direkt in der Messe parken zu können. Außer man findet das Auto nicht und wieder. Und so viel, auch die als wir runtergegangen sind, waren ja auch so Japaner, Koreaner, die meinten auch so, hier, nee, vollkommen falsch, das muss irgendwie eine andere Ebene sein. Also merkt euch wirklich, wo ihr da geparkt habt, weil es gibt so viele einen Ausgänge, man weiß hinterher gar nicht mehr, welchen haben wir jetzt genommen. Und wir standen auch zweimal da, haben unser Auto gesucht, mussten, glaube ich, mindestens einmal, zweimal auch die Ebene wechseln. Aber das eine Mal war toll, sonst hätten wir nicht Chris von Victoria Pater getroffen. Chris von Victoria Pater getroffen, ja. Der war nur einen Tag da, also wer ihn gesucht hat,
waren nur heute da und die sind auch heute schon wieder auf dem Rückweg. Die sind schon zu Hause. Die sind wahrscheinlich schon zu Hause. Und den haben wir nur durch Zufall getroffen, weil Ben wieder auf der falschen Ebene war und mein Auto nicht gefunden hat. Mhm. Aber naja, das hat sich gelohnt. So konnten wir mit ihm sprechen. Ja, ja, war auf jeden Fall toll. Hat auch ein paar Schüler. Er meinte, er war schon viermal beim Auto, weil er nur einen Tag da muss, also zwei Tage erst nachholen. Oh. Und einen Tag, also er ist wahrscheinlich nur gerannt heute. Er war auch fertig. Er war auch gut, also einen Tag Messe, wenn man wirklich nur im Rennen ist, macht einen auch echt fertig. Ja. Genau, ich wollte Edge of Darkness haben am ersten Tag, morgens vor dem Stand, dachte ich, wo er gespielt habe, dann war am 11. weg. Das ging mir mit Marvel Champions tatsächlich genauso. Da waren wir auch, habe ich gestern vielleicht schon erzählt, da waren wir auch ja und dachten, wo wir ein Spiel haben. Und ich habe auch jemanden getroffen, der meinte, er hätte schon gespielt. Der meinte auch, es ist halt so ein gutes Kartenspiel, aber halt auch nur so eine klassische Weiterentwicklung von den ganzen LCGs. Aber ich finde das Rad jetzt auch nicht neu. Also das werde ich mir irgendwann vielleicht auch noch holen. Ich warte mal die ersten Rezensionen ab. Aber es ist jetzt auch nicht so das Must-Have für mich tatsächlich. Weiß jeder, was ein LCG ist? Jeder Connoisseur, der hier zuhört, weiß das hoffentlich. Okay. Weißt du es? Nein. Sagt dir Magic was? Ja, ein Kartenspiel. Okay. Da gibt es Sleeves für. Wenn ich immer frage, kann ich die Sleeves haben? Ja, welche Größe? Die von Magic? Weiß nicht. Wir wurden übrigens mehrfach auf meine Erklärung für Eurogames angesprochen, vor allem von Spielautoren. Das war sehr lustig. Da müsst ihr nochmal in den Stream von Donnerstag, glaube ich, gucken. Aber nur, weil die Mutter so blöde Fragen stellt. Ja, aber ich glaube, die Erklärung war auch ganz treffend tatsächlich. Und die LCGs sind einfach Kartenspiele, wo du, es gibt ja Magic, wo du dann so Karten kaufen kannst, die sind so ein Booster, du weißt nicht, welche Karten du bekommst. Du kaufst das. Boostert, weiß ich auch nicht, was das heißt. Ein Booster ist so ein Pack, wo die Karten drin sind. Warum sagst du nicht ein Pack? Weil das Booster heißt. Achso, das heißt Booster. Man muss schon seine Fachsprache lernen, wenn man hier vielleicht aktiv auftreten will. Okay. Und du weißt ja nicht, welche Karten drin sind. Dann kaufst du es und hoffst, dass die geile, tolle Karte ist, die gerade alle haben wollen. Und wenn nicht, kaufst du dir noch einen. Pack's so auf. Wie ich früher die Dinger für World of Warcraft gekauft habe und unbedingt den Spektraltrieger haben wollte. Wahrscheinlich genau so. Ja, das kennst du dich ja nicht mit aus. Aber ja, so, ja. So ist genau. Es. Genau. Und das gibt's halt bei, stell dir vor, sowas. Nur, dass du beim LCG, nee, es gibt, ja, genau, LCG, Living Card Game, dass du da halt immer weißt, was vorher in den Boxen drin ist und dir nur gezielt die kaufen kannst, die du brauchst. Ich finde die Erklärung, dass es ein Synonym für Geldgrab ist, finde ich total genial. Das hättest du sagen können, dann wüsste ich Bescheid. Alles gut. Ja, Geldgrab, das kann man jetzt diskutieren. Und nicht manche Eurogames, die man zweimal spielt und dann wieder einmottet und dann das nächste sich holt, nicht auch Geldgräber sind. Das ist eigentlich nichts anderes. Wenige von uns leider kaufen gezielt. Marcel übrigens kurz auf einen anderen Top-Tipp. Wenn ihr auf der Messe seid und ihr habt irgendwie Werwölfe, dann holt euch diese Sleeves hier von BCE Games, die haben sie am Stand. Die kosten da 10 Euro, auch erstmal nicht ganz preiswert, aber wenn man die online bestellt, kosten die, glaube ich, 25 Dollar plus Versand. Oh, und das sind sie einfach null wert. Aber wenn ihr diese, auch wenn ihr die deutsche Version von Ravensburger und so habt oder auch Werwörter und so, das ist einfach die perfekte Größe für diese Sleeves. Die sind auch breit genug, weil die sind ja nicht nur so dünne Karten, sondern wirklich so Holzplättchen, die man da so reinschieben kann oder Papptafeln. Und da habe ich jetzt insgesamt vier Stück, davon brauche ich glaube ich zwei. Also Marcel, wenn du denkst, du brauchst noch mehr für deinen Werwörter und was auch immer, dann sag Bescheid, dann gehe ich morgen noch ein oder zwei davon kaufen. Und einen anderen kann ich immer auch noch an. Ich habe auch letztes Jahr festgestellt, ich habe zu wenig gekauft, habe halt ein Jahr gewartet, bis ich hier bin, weil ich sehe es nicht ein, dafür dreimal so viel Geld auszugeben. 10 auf der Messe ist vollkommen okay, auch weil die ja hinten die passende Rückseite haben. Aber wo ist eigentlich, da ist die Kamera. Ja, also das, da haben wir halt so einiges vom Rot, einfach am Bézier-Stand holen. Rede Deutsch mit deiner Mutter. Genau. Ich verstehe das schon. Magic ist tatsächlich kein LCG. Magic ist ein CCG, ein Collectible Card Game. Das war ja nur der Unterschied, den ich gerade versuche, klar zu machen. Okay, danke. Weil der FSV auf die Anzeige, dass ein Twitch-Stream live wäre, war nur Schwarzbild. Ja, Karl hat Gott sei Dank netterweise heute den Stream ausgeschaltet und so, dass wir halt morgen von der Messe aus online gehen können. Natürlich keiner da. Ich hoffe, das ist ein bisschen aufgeräumt. Wenn Stefan morgen kommt, wäre schon ganz gut. Der Karl hat aufgeräumt? Hat wahrscheinlich nicht. Du hast aufgeräumt, weil Mutti kommt. Hoffentlich. Ja, Magic ist ja kein LCG. Living erzählen sofort den Event an. Ich hoffe, ich habe versucht, das so zu erzählen. Der Stream war, genau. Verstehen, was kostet ein Display heute dort? Weiß nicht. Band 3 T-Shirts zu Brettspielblock und seine Mutter. Bens Mutter ist längst. Guckst du den T-Shirt noch an? Der? Nein, ich habe gekleckert. Wo ist es denn? Also die T-Shirts sehen ja im Prinzip so aus von hinten wie dieser Rucksack. Genau, der ich trage Rucksack. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ne? Also es gibt quasi schon Crew-Mutter-T-Shirts. Da sind leider sehr wenige Leute qualifiziert, für so ein T-Shirt zu tragen. Von daher wird das wahrscheinlich sehr exklusiv sein. Aber
Das war kein T-Shirt, das war ein Rucksack. Nee, aber wir haben ja auch T-Shirts davon. Ach so, richtig. Nennen wir es Platz geschafft. Ja, ich habe irgendwie das Foto hinterher, vorher war es ein bisschen gefühlt aufgeräumter aus, als ich gegangen bin. Aber der Boden, also wischen wir nett. Aber nein, vielen Dank. 130, 160 Euro für Magic Display. Puh, ja, ich auch. Hallo Bradman. Kann deine Mutti mal einen WoW-Stream machen? Das wäre also sehr unterhaltsam, glaube ich, vor allem, wenn man sich mit WoW auskennt. Ja, aber ich kenne mich ja nicht aus. Ich spiele das seit 15 Jahren und bin immer noch der Plus Mighty Gildenchef tatsächlich gerade von den Nebelkriegern, die legendären Nebelkrieger von damals sind voll wieder da. Gildenchef und habe ein Gildenwappen. Hi Nico, ja, Panel war wirklich, ich fand's cool. Ich habe auch versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten. Ich hätte noch irgendwie viel, viel mehr erzählen können, aber... Nein, das wäre gut. Aber nicht noch. Ich habe dann auch irgendwie mal gedacht, das war ein bisschen weniger. Aber es hat echt Spaß gemacht, vor allen Dingen auch. Und war auch eine ganz coole Gruppe. Also auch der Digger hat sich ja benommen und ja auch so ein bisschen das Mysterium und seinen Namen aufgeklärt, wo alle ja sagen, will er seine Identität verschleiern? Ja. Ja, aber ja, aus wieder, bestimmten aus, Gründen. Ne, bestimmten aus guten Gründen. Arbeitstechnischen Gründen, ja. Wo das auch Sinn macht tatsächlich. Ja. Ja. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Hier, Leute, wir brauchen mehr Input. Coole Spiele, coole kleine Spiele, die ihr gespielt habt, tolle Partyspiele, die ihr vielleicht entdeckt habt. Und du bist morgen auf der Messe. Ich? Ja, da steht, ja. Ob du morgen nicht mehr auf der Messe bist. Doch, ich bin morgen auf der Messe. Wir fahren ab morgen, ich weiß nicht wann, wir werden wohl nicht bis zum Ende da bleiben, außer wir fangen noch irgendwie an, Spiele einzusammeln oder auch manche, die gesagt haben, sie haben keine mehr da. Man kann dann am Ende ja doch mal hingehen und sagen... Wir haben einen Termin morgen Nachmittag. Mit den super netten Österreichern. Ja, den werde ich wahrscheinlich noch absagen müssen, weil ich glaube, wir haben noch keine Zeit für. Okay. Das wird hinten raus ziemlich eng. Wir müssen gucken, was gleich noch so bei meinen Recherchen zu den Spielen, die ich heute gesehen habe, rauskommt. Mal gucken. Wir sollen ein sehr, sehr, sehr cooles Ding am Start haben, die One More Time Games, aber falls ich suche, ich glaube, wir werden morgen das leider nicht zeitig schaffen. Ich werde aber gleich mal schreiben und gucken. Die Pizza Story war krass, die kannte ich noch gar nicht. Ja, die war wirklich tatsächlich krass. Aber seltsamerweise gab es auch keine. Ich habe ja auch immer die haben ja echt Druck gemacht, alle die Pizzadienste meinen so, hier, das muss zahlen, bla. So, mag ich nicht. Und meine, ich zeig mich an. Wenn ihr mich anzeigt, kann ich damit zur Polizei gehen und dann eine Anzeige unbekannt machen wegen Vermögensschädigung oder so. Aber hat auch keiner gemacht, weil sie dann wahrscheinlich auch wussten, dass sie da rechtlich auf der unsicheren Seite sind. Ich habe ganz schön gelitten damals. Ich fand es auch nicht nett, was da passiert ist. Ja, war ein bisschen unangenehm, vor allem, weil es noch wirklich einen Drohanruf gab, wo irgendwer da angerufen hat, meinte, der LKW besteckt. Hey, was, LKW? Ja, geh ich mir auf die Straße und hau mir aus dem Maul. Das war auch so, dachte ich auch so, ja, Penner. Aber danach habe ich noch wieder meinen Anruf sperren lassen für unbekannte Nummern und dann war das auch easy. Ach, das ist nicht so easy, glaube ich. Oder? Ja, ich weiß nicht. Ist, ja. Kannst du eh nichts machen. Ne? Das nein, das stimmt. Wenn jemand haut dir aus dem Maul. Das, da hilft ja nichts, davor Angst zu haben. Nein, haben wir auch nicht. Mit No Pun Included, das sind die, ja, ich glaube, ja, wenn ich jetzt die richtigen im Kopf habe, von denen habe ich letztes Jahr sogar ein Foto gemacht, was sehr lustig war. Ich, dann er, schon deutlich, und dann noch sie. Das ist so ein sehr lustiges Foto vom Nebeneinander. Ein bisschen wie die Dortons, nur mit drei Leuten und noch krasser vom Winkel her. Hallo Techniker Gaming. Hast du schon erzählt? Nee, ich erzähle es jetzt. Okay. Wir haben heute einen Italiener getroffen mit seinem Sohn. Der, Sohn war 5 und für sein Alter sehr groß. Ein super netter Italiener, auch ein Fan von Ben. Und dann haben wir irgendwie über das Alter gesprochen und dann hat er Ben geschätzt und er hat Ben auf 19 geschätzt. Das war echt, da siehst du mal, wie gut und ausgeruht heute war's. Und der Typ selber war 42. Also sie haben nur 5 Jahre getrennt. Mhm. Und da hat er gesagt, da siehst du mal, was Familie ausmacht. Da altert man entschieden schneller. Das fand ich irgendwie, ja, das hat mich sehr geärgert. War aber lustig. Also was ich, glaube ich, auch vorhin mal, wo ich irgendwann mal drauf wollte und nicht hingekommen bin, ganz spannend fand ich halt auch, dass eben viele Leute Hallo sagen immer, auch deutlich mehr als im letzten Jahr noch gefühlt, wo ich das gar nicht... dieses Jahr zumindest nicht mittracke. Und das finde ich super gut. Also immer gesagt, gerne Hallo kommen. Wir haben auch morgen dann hoffentlich wieder die Buttons dabei. Heute haben 3-4 Leute keine Buttons bekommen, weil wir die irgendwie beim Sachen ins Auto bringen schon vergessen hatten. Und es ist eben wirklich immer super, super herzlich, super nett. Ja. Und es ist vor allen Dingen auch immer, das finde ich ganz cool, so viele sagen einfach so, danke für deine Videos, danke für deine Arbeit. Und das ist so wirklich eine Herzlichkeit, das finde ich echt schön, dass du auch einfach, die sagen, ich finde einfach toll, was du machst, mach bloß weiter so. Ja, das hatte ich im letzten Jahr, war das auch immer so, dass man so Anerkennung natürlich schon gemerkt hat, was eben auch immer super gut ist, einen bestärkt, das Ganze irgendwie weiterzumachen, natürlich mit noch mehr Enthusiasmus, aber entschieden mehr. Das war schon mehr und auch so, ja,
also hat mich sehr, sehr, sehr gefreut auf jeden Fall. Darum, auch wenn wir gegen Ende hin irgendwie vielleicht mal kurz abserviert haben oder so. Ja. Wie gesagt, tut mir leid, tut uns leid, aber man ist dann auch wirklich, ich war heute auch so durch. Also ich hätte auch eigentlich um 16 Uhr nach Hause fahren können. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Dieses Jahr haben wir dann Sachen zum Auto gebracht und dann war ich eigentlich wieder ganz fit und wollte noch so zwei, drei Sachen mir angucken. Und dann sind wir nochmal wieder hoch und waren auch bis zum Ende dann da. Haben dann auch noch Corinna getroffen, sind mit der noch ein bisschen über die Messe gelaufen. Die habe ich auch dieses Jahr leider bisher sehr selten gesehen. Und was ich auch sehr schade finde tatsächlich. Ich hoffe, dass sie nächste Woche, wenn sie Urlaub hat, mal zum Zocken vorbeikommen wird. Spiele zu finden, die du verkaufen kannst. Also das ist platztechnisch tatsächlich ein bisschen schwierig, zumindest wenn du das hier machen willst. Ansonsten einfach über WhatsApp. Ich glaube, meine Nummer steht in der Infobox. Oder über Facebook oder was auch immer. AG, 14 Uhr, genau. Wir sind vorher im Stream bei Stefan, wo ich auch schon, ich muss mir gleich noch ein paar Anleitungen durchlesen, wo wir so ein paar kleine kurzweilige Spiele spielen werden, wenn die denn noch da sind. Deine Mutter ist ein Kompliment. Also one more time. Mutter ist ein Kompliment? Die sind noch nur bis 14.15 Uhr da. Na, eigentlich wollte der um 16 Uhr einen Termin mit mir machen. Also können die gar nicht so kurz da sein, aber werde ich mal gucken. Nico, was waren denn so deine Highlights? Das habe ich dich, glaube ich, vorhin schon gefragt, aber jetzt nochmal hier fürs Protokoll. Kleine süße Tipps. Bin mit dem Auto da. Ja, wir halt auch mit dem Auto schon ziemlich voll. Können wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ansonsten wäre Schicken schon die bessere Variante. Die Panels kann man irgendwie auf dem YouTube-Account der Messe angucken vielleicht. Da gibt es ja sicher irgendwas. Wir prüfen mal. 117 Zuschauer, 40 Daumen nach oben, 2 nach unten, ist doch traumhaft. Spiel, wir gucken mal bei YouTube. Essen, Spiel, da wird es wahrscheinlich ganz viele Videos geben, nur erstmal nicht von der Spiel selbst, da die natürlich super wenig Abonnenten haben. Ich glaube, das ist noch nicht online. Wahrscheinlich noch nicht, das wird ein bisschen dauern. Tipps für alle Messebesucher, 8,5. Ich sollte nächstes Jahr wieder Messeguide machen. Da kannst du mich morgen vielleicht mal daran erinnern, dass wir den Messeguide fürs nächste Jahr morgen schon drehen, damit wir vor Ort schon Videos machen können. Werden wir sicher vergessen, aber... Wenn du es aufschreibst, ich vergesse trotzdem. Ich habe da Verlass auf mich. Also ich glaube, so ein Messeguide muss man nicht jedes Jahr machen. Natürlich habe ich ja viele Zuschauer, aber so ein Zwei-Jahrestakt ist dann schon ein bisschen schicker. Also wissen wir dann nicht. Wir haben auch wieder extrem... wo ist der Chat? Hier. Ich habe gar keine Brille auf, darum kann ich überhaupt nichts lesen. Ist das furchtbar? Ja, die liegt. Die liegt? Die auf dem Bett. Ich prüfe mal kurz. Bitte. Und hole dann nochmal neuen Strom. Unterhalte es dann den Chat? Nee, die lag vorhin noch da. Ja, aber ich habe Ben. Ja, ich bin auch mein Chat. Ist ein Chaos hier. Ich sag mal für Strom, du sorgst für Brille. Kann das überhaupt nicht aushalten? Man wird auch immer ein bisschen fitter, wenn man dann wieder... Findest du? Wenn ich auf einmal... Es hat noch keiner geschrieben, wofür... Bist du ja den Chat unterhalten. Ach so, ja. Mach das jetzt mal. Wofür denn diese Teile? Zu welchem Spiel das gehört? Vielleicht überlegt ihr nochmal. Vielleicht hat das Spiel doch gar keinen auf dem Schirm. Soll aber das ist, das soll ein tolles soll Partyspiel sein. So viel kann ich ja sagen. Party, ja. Also jetzt hast du ein bisschen gespoilert. Ich weiß nicht, wo du deine Brille hast. Ich bin auch dafür, dass du mal in Ordnung hältst. Hallo, ich habe hier aufgeräumt. Das ist alles deine Sache. Davon sieht man aber nichts. Ja, sorry. Ich kann es Markus groß machen. Der ist auch immer ein bisschen... Oh, viel besser. Durch dich bin ich wieder Brettspieler geworden seit einem zufälligen Video des Spiel 17. Das freut mich sehr. Das höre ich immer besonders gern, wenn Leute sagen, sie sind so durch meine Videos sind wieder rangekommen. Ist eigentlich egal, durch welche Videos, aber freut natürlich trotzdem. Meine Freunde mögen alle nur Rollenspiele. Rollenspiele sind auch schon cool, aber Brettspiele kann man auch mal machen. First Contact bei Huch, ja, das haben wir uns auch geholt. Das werden wir dann auch nächste Woche einfach spielen. Ja, genau. Gute Nacht, Denise. Gute Nacht, Denise. Schlaf schön. So mache ich wie das. Du bist kein 19. Nee, tatsächlich nicht. Mindestens 21. Panels, wie gesagt. Irgendwie wird es die online geben. Wenn ich das rausfinde oder den Link bekomme, werde ich es verlinken. Den Stream von Rocket Beans TV, der ist leider irgendwie corrupt und so. Den kann man sich nicht nachträglich nochmal angucken. Was? Das ist aber auch genau. Beat AEG, wo die Barricades waren, von Sons of Skullsoft spielen. Das weiß ich nicht tatsächlich. Das hat keiner verstanden, was du gerade gesagt hast. Niemand. Doch, doch. Nein. Wenn du nur ein Spiel für das Spiel mitnehmen würdest, welches wäre es? Ich glaube, es wäre tatsächlich das hier. Für meinen Neffen. Aber das ist, glaube ich, nicht die Antwort, die man hören will.
Es wäre tatsächlich Detective City of Angels. Das würde ich mitnehmen, wenn Marcel es nicht schon hätte, weil das reicht halt auch, wenn das einer im Bekanntenkreis hat. Aber das fand ich wirklich echt super, super, super gut. Also ja. Das hier von der Load, so spät. Gute Nacht an alle. Ich danke euch. Ich wundere mich ja eh, wie Bands man das um die Uhrzeit noch durchhält. Also ich möchte mal sagen, ich bin zwar nicht mehr die Allerjüngste. Aber wir sind nur 18 Jahre alt. Genau, ich bin halt nur 18 Jahre älter. Also damit, und Ben ist 19, ja 37, ne? Genau. Also, und ich, das hast du dich aber tatsächlich bedingt gut gehalten. Ja. Bedingt gut gehalten, ja, ich weiß. Von Weitem geht es vielleicht. 37, ja. Ja, und ich bin ja, wie wir ja schon öfter erwähnt haben, WoW-Spielerin. Und da gibt es Nachtraids und so. Da spielt man vor lange und ich bin das echt gewohnt. Ich gehe auch zu Hause selten vor 1:30, 2 ins Bett und brauche nicht so viel Schlaf. Daher hat Ben das vielleicht und darum, mir macht das überhaupt nichts aus und ich mache das total gerne. Es macht mir echt Spaß. Carsten B. hat es raus. Und Possessions habe ich mir abgeholt. Bin ich tatsächlich mal entspannt drauf. Sieht ja, auch ein ganz normales Spiel aus, wo man einfach nur so mit Werten auf Karten gegeneinander campt. Aber gucken wir mal. Genau, Pictures. Genau, Twitch-Spielmesser 12:30 Uhr. Da sind wir direkt ab 12:30 Uhr, Stefan und ich, und werden dann irgendwas machen, versuchen euch irgendwie zu unterhalten. Das Stunde durchquatschen, das ist ja mal kein Problem. Heads von Thunder, da stand Corinna heute vor. Habe ich nicht angeguckt. Warum sollte ich mir denn Heads angucken? Verkauf mir doch mal das Spiel in 3 Sätzen. Die Stiftung dann ebenfalls dazu, richtig. Ja. Gute Nacht, hau mich hin. Gute Nacht, Nico. Stein auch, gute Nacht. Possession. Genau, Possession habe ich nicht hier, ist bei Tabea und Peter im Auto, da werden wir morgen Abend hinfahren und die Spiele umladen. Ihr zwei seid ein super Team, ich verabschiede mich jetzt. Gute Nacht, Sam. Ja, danke und gute Nacht. Da weiß ich ja, wo Ben das her hat. Ja, manche Sachen sind halt vererbt. Ja, da habe ich auch mein Gedächtnis her, tatsächlich. Ich bin immer wieder gefragt, so, also jetzt, Achtung, Spoiler, wie es heißt, wie? Das ist der Vater? Dachte, und der kleine Junge. Oh, hör doch auf. Und Jar Jar Binks, wo, ja, also. Nein, Jar Jar Binks weiß ich genau, wo der hingehört. Mhm. Aber wer der Vater ist bei Star Wars, ich weiß es nie. Ich weiß nie, aus welchem kleinen Jungen dieser böse Mann geworden ist. Und, aber das kommt auch, weil sie die Folgen in der falschen Reihenfolge gebracht haben. Das verwirrt mich total, da kann ich nichts für. Ja. Und ich werde dich immer wieder fragen. Ja, circa Diana, ich habe einen Zuschauer, der das total super geil findet und davon auch voll geschwärmt hat. Ich habe noch nicht raus, was das Besondere ist. Ich habe es ja nicht gespielt, deswegen kann ich übrigens dazu sagen. Es war noch nichts, wo es an mich verkauft wurde, so durch irgendwie eine tolle Beschreibung, ein tolles Event, wo man sagt, das muss man haben. Ist wahrscheinlich auch ein gutes bis sehr gutes Spiel. Von denen haben wir halt 300 Stück pro Jahr. Da muss man wissen, ob man die alle spielen können möchte. Und ja, weiß nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen, weil ich kenne jemanden, der es hat. Ich werde es nicht als Rezensionsexemplar bekommen und habe so viel zum Spielen. Das sind immer so Sachen, wenn ich dann mit allem, was ich mir geholt habe, was ich mir mit Absicht geholt habe, durch bin, dann gibt es diverse Dinge, die ich vielleicht mal anfragen würde. Aus Erfahrung weiß ich, das wird nie passieren. Ich hoffe, mein Pensum einfach mal einpegeln zu können, dass ich wirklich sagen kann, ich habe nur noch 5 oder 10 Spiele auf dem Rezensionsstapel. Dann kann man sowas tatsächlich machen. Aber vielleicht geschehen ja auch Zeichen und Wunder. Gucken wir mal. Ich brauche 9 Stunden Schlaf. Schau dir Exo und Mankind Reborn an. Das ist nur eine Demo, oder? Mysteries habe ich gespielt, fand ich gut. Bin ich mal gespannt, wie das zu Hause ankommt. Wie gesagt, Corinna ist ja leider nicht da. Die ist ja die optimale Partnerin für solche Spiele. Und Ben und ich und der Digger, uns wir sollen WoW bald. Ich glaube nicht, ob der Digger weiß, was WoW. Doch, der meinte auch, er hat doch auch gespielt. Ah ja, und er will nicht mehr, weil er so suchten würde. Ja, soll er mal wieder anfangen? Nein. Ach, hör auf. Aber das wäre eine Idee. Aber du kannst nicht so viel über WoW sprechen. Nee. Nein. Sollst du auch nicht. Genau. Ja, wisst ihr was? Also ich fand es gut, die Demo, die wir auf der BlizzCon gespielt haben. Da haben wir sie aber noch ohne App gespielt. Da war Elisa, die bei Kranio arbeitet. Sie war quasi unsere App und sie hat es sehr gut gemacht. Wie das mit der richtigen App ist, weiß ich noch nicht tatsächlich. Das neue Eldorado, keine Ahnung. Müsst ihr vielleicht Corinna fragen. Keine Demo. Jetzt wird die aber gerade hier. Warte. Nein, keine Demo kann man schon kaufen. Okay, dann schreibe ich das also hier mal mit so Ausrufezeichen an, nachdem es jetzt schon mehrfach vielleicht nicht genannt wurde, ich weiß es nicht. Liebe Community, konnte ich mein Dinosaur Island testen und mir einen Eindruck schulden? Danke. Genau, also fragt die Community, weil meine Meinung dazu gibt es ja schon im Video dazu
Und da wurde ich auch bei Feuerland gefragt, ob das für mich interessant ist. Ich so, nee, habe ich schon ein Video zu gemacht, brauche ich auch nicht zwingend in meinem Haushalt. Wobei halt, ne, Dinosaurier ist immer ein super gutes Thema. Wer will nicht Jurassic Park nachspielen? Tim Fowers ist mit Burger Bros, also Tim Fowers ist auf der Spiel, ich weiß nicht, ob mit Burger Bros. Ich werde morgen hingehen. Ich habe ihn da rumlaufen sehen, ich habe diesen komischen Huthelm auf und habe ihn dann angesprochen, weil mich auch Sabotage sehr interessiert. Und er meinte, gar kein Problem. Er wusste auch dann, wer ich bin, nachdem ich meinen Namen gesagt habe. Meinte auch, er guckt mal ab und zu auf den Kanal. Weiß ich, inwiefern amerikanische Autoren da wirklich regelmäßig drauf gucken, aber ich schreibe ihm halt auch ab und zu. Und er meinte, gar kein Problem, wenn er auch welche hat, dann kriege ich morgen eins mit. Das wäre auf jeden Fall super toll. Möchtest du auch was sagen? Okay. Nein. Wirklich klasse, dass ihr noch was zusammen machen könnt, vor allem, dass das euch Spaß macht. Einige können das leider nicht mehr, es freut mich, dass ihr das machen könnt. Ja, freut uns tatsächlich auch sehr. Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, wir haben tatsächlich ja wenig Zeit so allein miteinander, was auch gar nicht schlimm ist, aber so im Urlaub quasi zusammen ist dann auch mal ganz nett. Wenn man Quality Time. Quality Time nennt sich das, glaube ich, neudeutsch. Ja. Ist auf jeden Fall ganz schick, wobei ich halt auch gerne mal hoffentlich mal wieder für ein paar Tage nach Cuxhaven kommen kann, Willi sehen kann, meinen Neffen sehen kann, alle anderen aus der Familie sehen kann, da gemeinsam zocken, da freue ich mich auch schon drauf. Genau, da habe ich tatsächlich auch schon vor ein paar Mal nachgefragt, der Messeknaller im niedrigen Preissegment. Ich weiß es bisher noch nicht, habe tatsächlich auch heute Morgen den Autor von Anubix getroffen, wo ich auch gestern erzählt habe, dass ich gespielt habe mit 4 Spieleautoren und alles ein bisschen Probleme mit der Regel hatten. Ich vor allen Dingen mit den Farben, es tat mir sehr leid, aber war halt nicht zu ändern. Burger Bros. 2 war nicht da, Alexandra spielt auch schon seit 15 Jahren, das auf ist sehr gut. Auf welchem Server? Vielleicht spielst du Classic? Ganz wichtig. Vielleicht können wir auf jeden Fall Classic, wenn ich Classic spiele, ja. Ja, genau. Retail ist langweilig. Retail ist sowas von Classic ist Retail spiele ich auch, Burger Team 2. Ich spiele übrigens auch Frasoften. Gibt doch nur 5 deutsche Server, da sind mittlerweile mehr aufgemacht? Ja. Okay, also ich kenne sogar nur 2 und dann waren es irgendwann doch deutlich mehr. Das nächste heißt bestimmt Clever Forever. Es soll tatsächlich Teil 3 geben. Es gibt den Nachfolger von nochmal, der im Prinzip genauso ist, nur noch so ein kleines extra dran. Ja, gute Nacht, Ocho. Da werden gerade. Ben, du ziehst klassische Spam an. Ja, ist doch schon mal gut, das bedeutet ja immer, man hat Relevanz. Oder man taucht mit falschen Kanälen auf. Ist Hardcover von Fallout Games auf Deutsch erhältlich? Also, ich glaube ja. Ich weiß es auch nicht, ich werde das erzählen können. Corinna hat zumindest gespielt, fand es auch gut. Und Corinna hat echt viel gespielt. Von vielen Spielen hat sie diese. Also, ist auch schon seit 3 Tagen da. Figus und tiefer Blick, wer klingt nach? Mark, Uwe, Kling, Quality Land. Ja, Quality Time, Quality Land. Bei Human Punishment gibt es ein interessantes Demo-Brett. Es soll da auch ein Spiel zu geben, neues, das so quasi das Prequel ist, was auch dann ein richtiges Brettspiel ist bei Human Punishment. Und dann kannst du, wenn du damit fertig bist, irgendwie das Social Deduction spielen, so ein bisschen wie wir Werwölfe spielen. Und dann hat halt das gespielte Spiel mit Auswirkungen auf das Social Deduction Spiel, dass es irgendwie keine Bosse gibt oder was auch immer, weil die gestorben sind vor einem Brettspiel. Klingt nach einem interessanten Konzept, soll glaube ich nächstes Jahr auf Kickstarter kommen. Alexandra spielt auf Maligos. Classic leider nur, wenn ich nicht raiden muss. Niemand muss raiden. Oh. Vor allem reden musste man früher, also vor 15 Jahren, da waren Raids Pflicht und ganz wichtig und so. Heute kannst du ja auch, wie ich gehört habe, ein Item-Level von ein unter normal haben mit ich gehe nie ins Dungeon. Nie ein Dungeon gesehen und nie ein Raid gesehen. Mein Mann hat genauso ein gutes Item-Level gehabt wie ich und dann habe ich aufgehört mit Retail. Es kommt ein bisschen drauf an, was dein Neffe so spielt, Treehorn. Es gibt halt, also Es gibt zu viel. Also nach allem, was mir auch unterschiedliche Leute heute erzählt haben, wo sie auch teilweise begeistert von waren und so gerade diese Demospiele, die großen Kickstarter, die nächstes Jahr kommen sollen, da ist so viel, was man anspielen kann. Da, wie gesagt, ich halt auch auf der Messe, die halt ein bisschen anders angeht, wie glaube ich die meisten anderen von euch, ich war auch überrascht. Ich habe der Tabea und Peter, die heute das erste Mal teilweise auf dem Spiel waren, gefragt, wie es so war und so. Und die haben erzählt, dass sie das gespielt haben und das gespielt haben und das gemacht haben und das gemacht haben. Da komme ich gar nicht zu. Das finde ich auch toll. Auch gerade wenn man so als so Messe-Neuling, in Anführungszeichen, auch so gezielt irgendwie tolle Sachen rausfindet und dann auch irgendwie immer einen Platz bekommt, das wundert mich auch immer. Ja. Das ist schon ganz cool. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wenn ich weiß nicht, ob ich diese Spielerkarriere irgendwann an den Nagel hänge, da ich das ja auch mittlerweile so halb beruflich mache. Wahrscheinlich nicht, aber so die Messe so als normaler, uninformierter Besucher zu erleben, das wäre auf jeden Fall ganz spannend tatsächlich. Ich glaube. Ist das unser Stefan? Das ist unser Stefan tatsächlich. Wieso kann er nicht schlafen? Ja, weil wir so viel reden tatsächlich. Oh, Entschuldigung. Cooper Island oder Maracaibo, was gefällt dir besser, was ist komplexer?
Das ist tatsächlich eine schwere Frage. Ich glaube, komplexer könnte Cooper Island sein. Also ich glaube, Maracaibo haben wir nach einmal Regeldurchlesen relativ gut hinbekommen. Ich glaube, Cooper Island hätten wir nicht so geil hinbekommen am Anfang. Ich weiß es nicht. Ich habe halt Cooper Island einmal mit Tiers gespielt. Das wird bald dann auch mal wieder auf den Tisch kommen. Ich bin ja eher so ein Pfister-Mensch. Da glaube ich, dass es wahrscheinlich das sein wird. Aber wie gesagt, finde ich beide gut. Von der Eleganz her gefällt mir Great Western Trail bisher noch besser, aber das habe ich halt auch anders gelernt. Mit jemandem vom Verlag zusammen, so zack, 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 Aktion für Aktion, da waren wir halt schnell drin. Das werden wir zu Hause auch noch spielen. Ich weiß nicht, nächste Woche. Es ist halt ein Pfister-Spiel, da mag die großen strategischen Klopper Stefan ja meistens nicht so. Er ist riesen, ist das Port Royal-Fan, aber so Great Western Trail mag auch vielleicht an mir gelegen haben, dass so die Erstpartie da ist, nicht so die tolle Erfahrung war. Da fängt ja oftmals vieles ab. Was haben wir noch? Wir wollten noch ein paar Spiele zeigen. Achso, ja. Da kommen wir gar nicht zu. Stefan, noch Stefan nach den Krimi-Spielen fragen, was wir wahrscheinlich nächste Woche erst ausführen können, uns das dann sagen. Final Fantasy 14 weisen, da wir im öffentlichen rechtlichen keine Werbung machen dürfen. Will the City of Angels werden? Ja, denke ich auch tatsächlich. Unsere Gilde spielt seit 10 Jahren zusammen, die kann ich nicht im Stich lassen. Das hast du doch auch erzählt, dass es ja auch jetzt erstaunlich ist, dass viele aus unserer alten Gilde, die jetzt auch wieder spielen, dann auch einfach mal um 19 Uhr sagen, Leute, tschüss, ich habe jetzt Brettspielabend. Ja, das gab es früher nie. Nee. Da hat doch keiner Real Life gezockt, das war böse draußen und so. Und jetzt gehen die einfach und sagen um 20 Uhr, tschüss, ich komme vielleicht nochmal um 11 wieder rein. Ja. Der Classic-Server ist Lakeshire, ist leider der falsche. Rasshoffen ist richtig gut. Auf jeden Fall der super. Ja, denn da gibt es die Nebelkrieger. Oh, wir ziehen wirklich wieder klassische Spammer an. Warum? Ja. Böse? Weiß ich auch nicht, was es ist. Bei Livestreams glaube ich einfach so. Mist. Ja, einfach Server wechseln und dann sind auch coole Leute. Ich glaube, viele aus meiner alten Gilde sind auch wieder in der Gilde drin. Und ja, wir können euch zeigen, was wir hier haben. Und ihr könnt uns nebenbei auch weiter mit Infos versorgen. Zeig doch mal, was du. Das sind ja größtenteils bis auf das hier und das hier. Also die zwei. Ich habe ja nur zwei mitgebracht. Also mein Neffe, nein, das ist ja mein Enkel, genau, ist ja mein Neffe. Neffe. Mein, hat, den habe ich, hab ich gefragt, was ich ihm mitbringen soll von der Messe. Jetzt können alle, die gestern schon zugeschaltet haben, vorspulen. Und da hat er gesagt, ein Puzzle oder ein Memo. Und dann habe ich dieses Spiel gesehen, Puzzle-Memo, habe mir das erklären lassen mit Ben zusammen und habe dann beschlossen, das brauchen wir unbedingt. Sind dann wieder hingegangen und der, ich weiß nicht wie er heißt, ein super sympathischer Johann Rüttiger, irgendwie sowas. Ja, netter älterer Herr, den Ben auch schon gut kennt, der hat uns dann dieses Spiel geschenkt und mir dazu noch ein Buch für meinen Enkel signiert. Das fand ich toll, es war ein super nettes Gespräch und dieses Spiel ist für Kinder ab 6, glaube ich, und ja, ich glaube ab 6 ist es. Schauen mal. Nein, 5+ und 2 bis 4 Spieler und dort 15 bis 20 Minuten und kombiniert halt die Komponenten Puzzle und Memory in einem und man kann da auch ein bisschen den Anspruch steigern oder man steigert den Anspruch, indem man von unten nach oben auf dem Spielbrett puzzeln muss und ich glaube, das wird dem Max super gut gefallen. Und dann habe ich mit Benjamin, wir haben wirklich ganz wenig zusammen gespielt. Also hast auch zusammen, allein wenig gespielt. Alleine habe ich gar nicht gespielt. Dann haben wir dann Chaté gespielt und das ist ein Spiel, da sind 9 so Plättchen in dieser Größe drin, sind unterteilt in Wasser- und Landabbildungen und man muss halt einfach, es ist total simpel, man muss einfach nur versuchen, die meisten zusammenhängenden Land- oder Wasserstraßen oder Landverbindungen zu bekommen und einfach wer die meisten Teile hat gewonnen und da habe ich gesagt, das ist total billig, aber es ist überhaupt nicht billig, weil man kann da noch drehen und dem anderen halt das Wasser wegnehmen oder das Land wegnehmen und das hat viel, kostet 10 € und macht aber irre viel Spaß und kann man wieder mit Leuten von, ich weiß nicht, ob Max kann es sicher schon, das geht. Also von der Mechanik her auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das kann man von 5 bis 80, 90, 100 mit jedem spielen. Ab 7 steht hier drauf, das glaube ich nicht, das geht früher. 2 Spieler, Maximum 10 Minuten. Tolles, kleines Spiel, kann man jetzt einfach mal
raus. Da ich mich gerade mit Technik kümmern musste, habe ich jetzt nicht zugehört, was du erzählt hast. Es war sicher alles richtig. Wer mal Carcassonne gespielt hat, das ist ungefähr ähnlich, nur auf einem 9x9 Teilraster und das ist halt immer nur so quasi Stadt und Wiesenfelder gibt man da halt so die größte zusammenhängende Fläche. Stadt und Wiesen, Stadt und Wasser, bitte. Nee, bei Carcassonne wäre es so. Ach so, Entschuldigung. Und man darf die Teile entweder aufdecken und anlegen oder um 90 Grad in eine Richtung drehen. Immer im Uhrzeigersinn. Und die hatten auch an diesem Stand noch viele andere kleine Spiele, die wir uns leider noch nicht alle angucken. Nee, da wollen wir nochmal hin, aber Zeit ist auch begrenzt. Und das aus dem Stand, wo wir vorbeigelaufen sind. Ich glaube, nee, wir sind relativ gezielt hingegangen, weil dem Marcel auf der Liste hat. Mal kurz gucken, Glenmore Chronicles. Nee, die haben mir vorher geschrieben, dass sie ausverkauft sind und schon gar nichts mehr haben. Dafür habe ich relativ viele Leute mit rumlaufen sehen. Ich weiß nicht, ob die es alle vorgestellt haben. Ich werde da morgen mal vorbeischauen. Ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben. Und werde da mal fragen, ob die vielleicht noch eins haben. Wenn nicht, gut für die immer, sage ich allen Leuten immer. Wird Mutter beim Brettspielwochenende dabei sein? Nein, beim nächsten wahrscheinlich. Bestimmt, ich kann nicht. Mein Bruder wird am gleichen Wochenende 60 und man muss sich entscheiden und die Entscheidung fällt mir sehr schwer. Und sie ist auch noch nicht final getroffen, aber es wird Hamburg werden und nicht Hannover, Hannmünden. Ach, leider, ich wäre so gern dabei. Hab mich mir vorhin noch angeguckt, bin gespannt, wie es meinen Mädels morgen gefällt. Berichte mal gerne. Ach, Shayara, das ist doch genau, die junge Dame mit den Augentropfen. Ja, danke schön nochmal. Erklär mir mal das. Nee, das ist ja nur für alle, die das hinterher gucken. Tatsächlich haben wir unseren Stream von Tag 1 mittlerweile nicht ganz 4000 Leute geguckt. Ich hoffe, es ist immer einigermaßen teilsam für euch. Jetzt besser, läuft, schubst du den Fang in der Batcave. Brad Cave ist gut, sehr gut, Bradman. Die muss am 60. Geburtstag teilnehmen. Sehr gut. Das merkt man, man hört, wenn man mit Leuten redet, dass man auch so auf Sachen angesprochen wird, die man vor einem halben Jahr mal erzählt. Okay, ja, die Leute hören tatsächlich wirklich zu. Benzma, welches Kinderspiel findest du es auch zusammen mit Erwachsenen attraktiv und unterhaltsam? Skyo. Spontan. Skyo spiele ich mit meinem Enkel, seitdem er 4 ist. Und meine allerbeste, liebste Freundin ist 77 und auch sie spielt es super gerne mit. Und das kann man mit jedem spielen, egal ob die gerne spielen oder nicht gerne spielen. Da ist man super schnell drin, es ist schnell erklärt und macht total viel Spaß. Skyo, finde ich, ist mein Spiel aus 2019. Das finde ich super. Habe ich euch aber 2018 gezeigt, oder? Ja, aber ich habe 2019 haben wir das wirklich am allermeisten gespielt. Genau, es gibt ein Mini-Mutaro und das erweitert die Zahl der Geschichten nochmal auf jetzt insgesamt 90.000 Geschichten. Und man kann es mit dem alten kombinieren und tatsächlich ist es auch so, man kann sich auch einfach das holen und dann kann man damit auch Mutaro spielen, wenn man sowas hier hat, einen Zettel, und dann malt man das einfach darauf. Weil zusammen sind natürlich noch mehr Kombinationen, der uns auch erzählt, deswegen ich mir ausgerechnet hätte, wenn man jede Geschichte 2 Minuten lang spielt, dann würde man 500 Tage brauchen, um jede Geschichte irgendwie zu malen. Das war ganz cool. Similo wurde mir auch mitgegeben. Das ist auch so ein klassisches Deduktionsspiel. Es liegen halt irgendwie 9 Karten aus. Und dann muss man halt Karten aufspielen, um... was soll ich sagen? wie sieht es bei dir aus? Also muss ich gleich beantworten. Also das liegen verschiedene Gesichter aus. Und dann muss man halt immer Karten aufspielen, mit denen man sagt, die weist auf eines von diesen Gesichtern hin und oder das hier gar nicht. Und dann muss man dessen irgendwie andere Gesichter aufschließen. Sehr einfach. Konzept, das wir auch schon kennen von ganz vielen anderen Spielen. Wir haben sicher nichts auf dem Tisch spielen, weil es schnell gespielt und schnell erklärt ist. Nochmal zu Skyo. Du willst es dir anschauen. Wenn du es dir kaufen solltest und du wirst es oft spielen, sleeve es gleich mal. Ja. Meins ist nämlich schon Rott. Ich brauche ein neues, unbedingt. Das sleeve ich auch nicht mehr. Ich hätte gern neues. Vielleicht zu Weihnachten. Geh vorbei, die hatten noch über 30 Kopien. Na, also gehe ich morgen einfach mal hin, auch gleich irgendwie früh. Und dann frage ich mal, Mini-Miners. Ich glaube nicht. Spielst du mit deiner Mutti auf 2 Spieler? Nee, das ist schon zu strategisch. So bitte? Ja, oh. Es ist, wie es ist. ich bin Brettspielerin und du sprichst von Strategie? Hast du auch keine Ahnung. Ja, das ist anders Strategie. Das ist toll. Genau, aber das waren so die Mama-Spiele. Ja. Erstmal, wir haben ja noch ein bisschen mehr. Ja, auch noch mehr im Auto. Das hier ist tatsächlich, also das habe ich auch. Das ist Marcel's Wissen, aber hier verteile ich noch gar nicht von den. Genau, Hurley Burley habe ich jetzt auch Feedback bekommen von Leuten, die es gespielt haben. Wirklich toll. Wäre cool, wenn die morgen ausverkauft werden. Ich weiß natürlich nicht, wie viel sie dabei haben.
Aber mit Katapulten auf Bergen, der anderen schießen, das hat schon, die Burgen, hat schon Spaß gemacht. Diplomacy mit der Familie im Livestream. Ja. Und Diplomacy, nee. So groß ist meine Familie tatsächlich gar nicht, dass wir das da spielen können. Wie viele Leute brauchen wir? Boah, so 7, die einen Tag Zeit haben. Und das ist schwierig. So viele Leute kennen wir. Da muss erst mal der Nachwuchs noch rankommen, da müssen die anderen Familienmitglieder noch fleißig werden. Also das haben wir auch geholt. Das ist ja quasi mit auch einer Promokarte, die es auf der Spielerwahl gab. Die ist aber leider für Marcel. Ich habe die nicht. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich brauche Promokarten nicht. Ja, man sieht es vielleicht auch hinten drauf. Also das ist quasi Ghost Stories, wer es noch kennt, in der neuen Fantasy-Version. Kann man von 1 bis 4 Spielern spielen? Ja, bin ich mal gespannt auf. Ghost Stories habe ich mal gespielt, fand es gut, aber nicht überragend. Hatte halt ein tolles Thema, das fand ich wirklich super gut daran. Auch so ein Koop-Spiel wie... Ist hier noch was drin? Oh ja, Last Bastion und so. Okay, das ist auch gleich mit drin. Naja. Ja, also werden wir uns nochmal angucken und dann auch berichten, falls es irgendwen interessiert. Dann guck dir mal Pocket Detective an. Pocket Detective ist nicht hier drin, aber es ist im Auto. Das haben wir da. Vom gleichen Verlag war ja auch dieses Artwork. Das haben wir da. Was ist denn das hier? Ah, eine Promo für Sierra Best. Das haben wir auch da. Banana Bandido habe ich angefragt und auch mitbekommen eins, nachdem ja Belratti letztes Jahr so ein großer Erfolg war. Wir haben schon 2, 3 Leute gesagt, ein bisschen umständlich, nicht so geil wie die anderen Spiele, die da so rausgekommen sind. Werden wir ausprobieren, wobei nächste Woche mit Stefan ist vielleicht schlecht, weil der schon negativ vorgenommen ist. Da spiele ich dann lieber mit Karl, der immer sehr positiv bei solchen Spielen ist und die erstmal auf sich einwirken lässt und hinterher sagt, wie er sie findet. Da werden wir mal gucken, man braucht 2 Leute, passt also perfekt. Ja, keine Ahnung, ne? Berratti war jetzt sehr gut, kooperativ, das ist jetzt eher gegeneinander. Mal schauen. Gute Nacht, Fico. Gute Besserung. Wie gesagt, ich habe das ja schon ein bisschen geschlafen. Gab's noch, ja, die bemalten Figuren haben wir, das T-Shirt tatsächlich nicht, das sollte Marcel irgendwie nicht. Dann haben wir noch. Noch was drin? Nö. Ah ja, das ist sehr toll. Wer schon mal. Also, vielleicht waren ja manche von euch auf das Spiel. Vielleicht wisst ihr ja, wofür das hier ein Extra ist. Ich meine, steht drauf, das kann man im Chat wahrscheinlich eh nicht lesen. Ein sehr cooles Feature. Hier habe ich natürlich auch einen viel cooleren Stift. Ich hoffe, dass der niemals ausgehen wird, was er wahrscheinlich tun wird. Aber das fand ich ziemlich toll. Da war nämlich auch die Sache, dass ich, ich bin halt für dieses Spiel mit 2 Bier zum, also ich bin zum Stand gelaufen, meine, hey, ich habe hier Anschauung vor, habe das Bier rausgeholt und da wusste sie gleich, was Sache ist. Und wer hat's gekauft? Genau. Die Mutti. Kings, was? Das Bier. Das Bier hat die Mutti gekauft. Na klar. Genau, das ist nämlich eine Promo zu dem wunderschönen Spiel hier, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe, The King's Dilemma. In der deutschen Version, ja, bin ich fürchterlich gespannt drauf. Mal gucken, ob wir es nächste Woche spielen werden. Willst du die wirklich behalten? Ja, ja. Die braucht Mutti nicht. Aber bei mir ist sie besser aufgehoben. Nee, die passt ja, wenn man die hier so ein Spiel legt, passt sie ja schon rein. Ich glaube nicht. So, King's Dilemma von mir, Calvary, genau. Ja, auch Legacy-Spiel, wo ich ja, wie gesagt, noch vorsichtig bin. Mal gucken, wie es dann wirklich so wird, ob da die Story mehr zum Tragen kommt oder nicht. Hunter und Chrome meinen ja schon. Ich habe da noch eine Nachfrage gestellt, worauf nicht geantwortet wurde. Ich muss auch nochmal ihn vielleicht auch fragen, wenn ich ihn sehe. Tatsächlich, irgendwie läuft mir Chrome jeden Tag 5-mal über den Weg. Und wir quatschen immer ganz nett, das ist echt schick. Netter. Und das ist jetzt auch da. Mal gucken. Ich habe Gott sei Dank schon ein Video dazu gemacht, wie es so prinzipiell funktioniert. Also wird es dann halt irgendwann ein Fazitvideo geben, wenn wir mit dem Spiel fertig sind, in welcher Form auch immer. Entweder weil wir es durchgespielt haben, was ich fast nicht vermute, dass wir es tun werden. Oder wenn wir halt so 5, 10, wie viele Partien noch immer gespielt haben und dann halt sagen, ey, ist geil, oder ja, haben wir jetzt, sind wir durch mit, wir wissen gar nicht, was wir noch so machen sollen. Es gibt irgendwie einen Promo-File dazu, den wir auch mitbekommen haben. Ich glaube, das wird sich gar nicht so sehr nach Game of Thrones anfühlen, weil die haben, ich glaube, eine 300 Seiten Hintergrundgeschichte, die nicht im Buch drin ist, auf der einfach alles basiert. Und ja, das ist auch kein Multispiel tatsächlich. Nein. Obwohl man dabei viel redet. Also eigentlich schon. Ich rede nicht viel. Nee, das stimmt. Jetzt gerade, aber gestern hast du auch. Man muss sich auch immer aufpassen, was man zu Wort kommt. genau. Genau, es ist nicht flügelstark. Das wäre natürlich eine sehr coole Flügelstark-Promo. Ich werde die ganzen Spiele gleich noch zum Auto wieder bringen, damit wir dann das nicht alles morgen schleppen müssen. Dann haben wir noch hier. Das gehört auch tatsächlich der Mutter. Ja, die Erweiterung zum Menara, Willi. Du weißt, und wehe, wieder mit einer Flasche Rotwein im Schädel. Ne, das gibt's nicht, denn er hat's gekippt. 7. Stufe hat er dann mal eben
Ja. Die siebte Stufe kommt man selten hin. Da waren wir aber. Ja. Und dann hat der Willi was raufgestellt und hat ein bisschen geschwankt. Und wir haben ein Video davon, wir haben einen Beweis. Aber ich habe die Erweiterung gekauft, mal schauen. Ich denke, es ist bestimmt lustig. Dieses Spiel mag ich auch sehr, weil man das auch wieder... Das kann man mit kleinen Kindern spielen und mit ganz alten Leuten. Es geht immer. Tolles Ding. Ja klar, ich habe ja schon 2 Stunden geschlafen, dann können wir noch 1 Stunde live gehen. Melden auf jeden Fall, ich habe mich jetzt erstmal gesperrt. Ich habe es mit Christian gespielt, danach hat er mich bei Patreon verlassen. Also es scheint wirklich eine negative Erfahrung für ihn Warum? Gewesen zu sein. Also ich dachte ja auch, dass ein Spiel das gefällt irgendwie jedem. Es gibt scheinbar doch sehr spezielle Spielertypen, die so ein tolles Spiel nicht zu würdigen wissen. Ich mag solche Spiele. Und ich mag diese anderen in diesen großen Kisten nicht. Das ist ein tolles Spiel. Ja, die mag wieder Christian super gerne. Von wenn es auch irgendwie dann jeden Tag so ein Spiel. So viel gibt es halt leider nicht. Haben wir auch schon drüber geredet. Aber das Ding, also ich werde auf jeden Fall auch spielen. Das absolute Hassspiel. Was mag ich denn überhaupt nicht? Ich mag alles nicht, wo Ben stundenlang... Eurogames. Die mag ich nicht. Ich finde es furchtbar. Es erinnert mich immer an WoW, wo Ben früher Gildenleiter war und dann hat er stundenlang irgendwas erklärt, was wir machen müssen. Wirklich einmal eine Dreiviertelstunde erklärt. Wir haben angefangen zu kämpfen, wir waren nach 3 Sekunden tot und dann hat er uns eine Dreiviertelstunde erklärt, warum wir nach 3 Sekunden tot waren. Das erinnert mich sehr an Eurogames. Ja, aber so war es doch. Das finde ich einfach furchtbar. Wie sind die Twins in der Anquerei? Furchtbar, das hast du so lange erklärt. 3-4 Stunden Regel erklärt, nach 3 Sekunden gewiped, eine halbe Stunde Manöverkritik, nach 5 Sekunden gewiped. Und was hat die Mutti dann gemacht? Hat ihren Raid-Platz hergegeben und hat gesagt, ich möchte nicht mehr mit, da kann lieber jemand anders mitgehen. Das hat aber mir keinen Spaß. Aber wir haben sie gelegt und es war episch. Ja, ich war aber nicht mehr dabei. Damals hatten wir auch noch Spaß gemacht. Es macht heute wieder Spaß. Auch hier wieder, ne? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Chris ist ja... einfach keine kooperativen Spiele mag, aber halt auch kooperatives Bauspiel. Die meisten Spiele werden, auch deutlich besser, meiner Meinung nach, wenn man sie kooperativ spielt. Chris, das wollte ich nicht auf sich sitzen lassen. Da ist er wieder. Super. Welcome back, Christian. Doppeldaumen hoch. Also, ja, ich verspreche, ich werde nie wieder Minara mit dir spielen. Ich habe auch andere schöne neue Geschicklichkeitsspiele. Man at Work, das ist halt auch gegen Das habe ich noch nicht gespielt. Hier ist es tatsächlich. Hurly Burly, geht alle zu La Mom Games in Halle 1 waren die, glaube ich. Ja. Das, was hier drauf abgebildet ist, ist tatsächlich Programm. Man baut so Türme. Wir können das ja mal kurz aufmachen. Wir können das auch einfach mal... Wir können mal gucken, ob man spielen kann. Da sind halt auch... Also, wie ich das mitbekommen habe, gehen alle Einnahmen daraus an so eine Wohltätigkeitsorganisation. Wir kennen jetzt die Regeln nicht. Wir gucken einfach mal... Aber nette spontan, Spielmaterial. Das funktioniert ja echt Holz. Die auch kann mit, man auch auf Käse machen. Für Käsehäppchen können sie tatsächlich da müssen sie tatsächlich auf Plastik sein. Das sind sie aber nicht. Das ist Holz. Auf jeden Fall so mein Geheimnis. Wo wir gerade bei mir, also wahrscheinlich kommt gleich eine Nachricht, dass Christian Peiker mich bei Patreon wieder verlassen hat. Nein. Er wird doch nicht so. Nein, so ist er nicht. Soll ich es rauskippen? Es gibt Buttons von mir. Einfach treffen, ansprechen, Buttons bekommen. Die habe ich nicht mehr, weil ich geschlafen habe. Wir haben schöne Buttons. Ich zeig mal einen. Ich hole mich unter. Muss man die Karten nicht so falten? Ich weiß nicht. Ich dachte. Ich habe sie im Auto. Nein, ich habe sie nicht im Auto. Sie sind in meinem schönen, nicht, dass ich Werbung laufen will, aber Rucksack. Tolles Ding. Wunderbar. Hurly Burly, das Live Let's Play. So einen Button gab es. Die habe ich gerne verteilt für Ben. Aber heute Abend hatten wir leider keine mehr, weil ich und... Ben hat einen neuen Dave geschenkt bekommen. Ist das nicht süß? Durfte ich das zeigen? Ich hab's einfach gemacht. Ja, das ist von Rita. Von wem? Rita. Ja, von Rita. Und Rita schaut nicht zu, ne? Ich weiß nicht, vielleicht nachträglich. Wir überraschen viele Leute in unsere Livestreams. Also auch Grüße an alle Redakteure, Autoren und so, die reingucken. Ja. Und noch an alle, die heute gesagt haben, dass sie ganz oft, weil wir haben das ja oft, ne? 20 Leute im Stream, 2 schreiben, 3 andere sagen vielleicht mal Hallo und die anderen sind einfach da und ich denke, Leute, sagt doch was. Aber es haben halt super viele Leute gesagt, dass sie da oft dabei sind, da gerne reingucken, aber nichts sagen, nicht schreiben und auch, ja. Wie gesagt, macht das gerne trotzdem, freut uns immer sehr, wenn irgendjemand Hallo sagt. Ja, und danke nochmal an Rita, du hast uns heute angesprochen, oder Ben, dem tollen Dave und noch irgendwas gegeben. Ich hätte mich bedanken müssen bei dir für das schöne Spiel, was du mir geschenkt hast. Wie bereitet es nicht vor? Wie heißt es? Man at Work. Man at Work. Mit Widmung?
Mit Widmung. Das fand ich total toll. Und sobald Ben Weihnachten da ist, wird er erklären, wie es geht. Oder hier 2000 Stream Euro, dann wären wir vierstellig. Das wäre natürlich nicht schlecht. Also spielen wir jetzt nicht, weil man da... Es reicht, wenn dir jeder deiner Follower 50 Cent geben würde. Das wäre der dann Hammer. Wär das Studio und es tut keinem weh. Diese Mechanik finde ich total toll. Das ist super. Also das werden wir jetzt nicht spielen, weil man muss diese ganzen Karten falten. Das ist tatsächlich, da merkt man halt keinen Verlag. Bei Reno Hero werden die vorgefaltet. Also prinzipiell hat man hier diese Karten, die dann so einmal halbwegs gerade gefaltet werden. Und dann bauen wir daraus halt auch so Türme aufeinander. Und währenddessen haben wir hier jetzt so ein Ding, wo wir das Ding an eine Karte irgendwie klemmen können. Hier so irgendwie. Und dann kann man irgendwie so mit Katapulten, kann man das da so reinmachen. Hier. Und dann kann man hier so einen Ständer. Da. Und dann zieht man das hier so nach hinten. Ja, und dann kann man wirklich weit schießen. Das muss ich noch ein bisschen üben. Okay, vielleicht gibt es andere Karten, von denen das besser geht. Aber das haben auch ein paar Leute schon ausprobiert und haben es gespielt und meinten, sei super, super, super witzig. Das sieht auch wirklich aus wie Käsehäppchen. Danke nochmal für einen Tipp in den Seela-Rucksack. Tipp mir, also hier, das ist auch. Oh Gott, das hätte ich nicht machen sollen, ne? Seela. Die sind super gut, nicht teuer, kann ich nur absolut empfehlen. Wir müssen noch ein bisschen was zeigen, deswegen packen wir das mal wieder ein. Mit dem T-Shirt, Ben trägt nur T-Shirts, auch im Winter. Der zieht nie Pullover an. Ach so, ja, mache ich mal. Ich muss eigentlich nur sagen, was wir haben wollen. Wir haben ja auch tolle Rucksäcke, die kann ich da auch reinmachen. Ich gucke, Sven, du schreibst schon ab und zu. Deinen Namen kenne ich auf jeden Fall. Ich habe das auch schon gesagt, habe ich ja gestern schon erzählt. Wenn ich irgendwie, wenn abnehmen bedeutet, dass ich häufiger friere, dann möchte ich eigentlich gar nicht abnehmen. Das ist eine gute Ausrede. Ja. Oh, du findest immer eine Ausrede. Wenn ich jedem, den ich Follower erzählen will, wirst du doch etwas viel. Man kann sich jetzt ein Limit setzen. Ich habe tatsächlich auch so einen Patreon, der meinte auch irgendwann relativ zu Anfang, hat auch relativ viel gegeben und dann ist er ein bisschen runtergemeint, so sorry, ich habe so ein Budget, das ich halt aufteile und ich gebe das dann einfach an alle. Aber ich sage, das ist vollkommen okay. Ich freue mich ja, wenn meine Kollegen auch gefördert werden, wenn du toll findest. Dein Katapult war das Format ja für den Turm. Ja, das weiß ich. Ich habe einfach irgendwas genommen, um das kurz zu zeigen, aber Pullover brauchen wir erst unter 0 Grad. Ist der See? Nee, ich glaube, der Hunter-und-Krone-Rucksack ist tatsächlich ein bisschen besser, das muss ich jetzt sagen. Das heißt, es gibt ja Feindschaft zwischen Brettjörg und Hunter-und-Krone, das ist ja tatsächlich auch nicht so. Die sind ein bisschen besser gepolstert in den Schultern, halten wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Also ich hoffe, dass sie darauf geachtet haben, weil man muss eben auch ehrlicherweise sagen, diese Seela-Rucksäcke sind Cajon-Rucksäcke und Cajon wiegt 3 Kilo maximal. Und wenn man das Ding, da passen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele rein. Die können deutlich mehr, da passen Gloomhaven rein, das sind 15 Kilo, dafür sind normale Cajon-Rucksäcke nicht ausgelegt. Ich kann niemandem etwas sagen, weil ich nur knapp 20 Spiele für Solo habe, weil ich null auskenne. Aber ich nehme gerne alle Infos mit und sage mir alle, einfach Hallo sagen, quatschen, wie findet ihr das Spiel, also, erklärt uns das Spiel. Zu keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kenne mich null aus und ich wage auch zu reden. War das nicht auch, ohne sie jetzt dissen zu wollen, anfänglich das Rezept von den Boardgame-Digger-Monatsüberblick-Videos von Svetlana, dass sie am Anfang, glaube ich, nicht so viel Ahnung von Spielen hatte und das so jetzt immer erzählt, oh, den Scheiß haben wir wieder gespielt. Und natürlich, ne, wenn man dann ein bisschen was spielt, wird man auch da zum Kenner und Expertenspieler. Aber wahrscheinlich findet man trotzdem auch manche Spiele, die der andere spielt, doof in die doofen Miniaturen, wenn man das eigentlich gar nicht mag. Man kann auch immer, gerade wenn man keine Ahnung hat, dann sind solche Videos eigentlich noch interessanter. Stell dir vor, ich würde jetzt mit meiner Mutter in der nächsten Woche 7 Eurogames spielen. Können wir am Ende darüber reden, welches sie am wenigsten schlimm fand. Wäre auch ganz interessant. Aber ich muss nach Hause am Montag, Gott sei Dank. Ja, so ich muss nach Ärger. Hause. Ich kann nicht mitspielen. Ich würde wahnsinnig werden. Ich könnte die ganze Woche Bridge spielen, aber ich könnte also, nicht die Harley ganze Burley, Woche... wenn ihr das Ding kauft, macht, tut ihr auch noch was für einen guten Zweck. Ja. Da gehen halt die Spenden irgendwie an, hier, Pre-Launch Charity Edition... All proceeds go to the Game Loft Main, supporting kids and community. Da könnt ihr einfach mal auf www.thegameloft.org gucken. Und da erfahrt ihr den Hintergrund darüber, was das mit dem Spiel auf sich hat, wo die Spenden dafür hingehen. Und wenn ihr das Ding halt kauft, unterstützt ihr das. Und würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Pullover brauchen ab 0 Grad, genau. Oh, Herr Darko muss ans Netz. Gute Nacht, vielleicht sieht man sich morgen noch. Wie gesagt, gerne immer Hallo sagen. Was sagt deine Waage denn momentan? Das sagen wir nicht. Zu viel? Also jemand, der heute meinte, ah, du wiegst doch sicher 20, 30 Kilo mehr als ich, dann meinte ich, jetzt ist das doppelt zu viel. Aber so schlimm ist es auch nicht.
Aber irgendjemand meinte heute im Chat, ich sehe. Nee, es war auch gar nicht böse gemeint, er hat es einfach nur gesagt, aber ich glaube, es war auch sehr ehrlich. Er meinte, ja, also im Stream ist es so viel kleiner, viel schlanker. Und dachte, ja, das, ich glaube, das war so aufs Gesamtbild bezogen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, Bens Mama, und da friert man leichter. Hallo, ich bin überhaupt nicht jung und ich schwitze immer. Aber das liegt, glaube ich, gerade an meiner Altersstruktur. Altersstruktur. Mhm. Hallo Christian. Hi Christian. Heute kann ich mit T-Shirt, aber man kann es auch nicht jeden Tag tragen. Aber fand ich sehr cool, dass du es gestern anhattest. Ja. Da waren dann schon 4 Leute gleichzeitig auf der Spiel, die mit so einem T-Shirt rumgerannt sind. Das war das schon mal cool. 100% Steigerung zu. Oh, nee, gar nicht wahr. Ich glaube, Jocke hat das jetzt hier auch schon an. Ich habe mir von Tainted Grey die coole King Arthur Miniatur gekauft. Warte, warte, warte. Da kann man was kaufen zu Tainted Grey. Wie teuer war die? King Arthur Miniatur kaufen. Ich hoffe, dass die Spiele so gut wird, wie ich hoffe, aber da brauche ich auch eigentlich wenig andere Spiele. Genau, Shayara, gute Nacht, viel Spaß morgen mit den Kids auf der Spiel. Ja, gute Nacht. Frieren ist das für Nicht-Spieler, die sind ständig draußen. Ja. Nach der 7-Euro-Hölle wird es besser. Welches Euro ist am wenigsten schlimm? Ist doch mal kreativ. Es gibt doch nicht so viele gute Eurogames. Ah, es gibt schon so ein paar tatsächlich. Die 7 Kreise der Euro-Hölle. Ja, wünsche mich nie zu kommen, wollte ich immer mal, hatte nur jahrelang eine Doppelkopfrunde. Du kannst ja mal 3 Jahre Urlaub in Cuxhaven machen. Ich bin schon so ein bisschen kleine Lehrerin für Bridge, also in 3 Jahren kann ich es dir gut beibringen. Schautzbeier ist gerade auf dem Weg nach Göttingen und werden wir viel, abhängig von der Anleitung nächste Woche spielen. Wahrscheinlich werden nächste Woche wenig große Brecher auf den Tisch kommen. Da wird sich dann, glaube ich, Philipp in der Woche danach bereit erklären, der für sowas immer zu haben ist. Ja, ich bin auch zu klein für mein Gewicht, aber ich kann nicht noch größer werden. Ich passe ja so gerade durch die Türen und ich wachse mehr nach vorne. 2,40 ja. Und dann wäre das Gewicht okay. Das stimmt. Gibt es auch Euros mit sehr seichten Regeln, die auch Spaß machen? Gibt es tatsächlich relativ viel, wo man leicht drin ist. Aber ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Aber wir haben tatsächlich vor 2 Jahren Weihnachten, hatte ich Berge des Wahnsinns dabei, wo ich auch schon dachte, das ist zu viel Spiel. Ich habe ein bisschen erzählt, was man da so macht. Und dann war ich irgendwie nach dem Essen auf Klo und als ich dann wiedergekommen bin, war das komplett aufgebaut, auch richtig. Und meine Mutter sagt, komm, los, wir spielen jetzt. Spaß gemacht. Und es hat tatsächlich in keiner Runde so gut funktioniert wie bei meinen Eltern. Wirklich, weil ich halt gesagt habe, Leute, wir haben hier so Wahnsinnskarten. Und diesen, der Wahnsinn kommt bei uns immer gut an. Und diesen Wahnsinn haben wir, während diese Uhr läuft. Wenn wir nicht haben, dann reden wir nicht darüber. Dann wissen wir nicht, was die anderen Leute für einen Wahnsinn haben. Und es ist einfach, als würde es das nicht geben. Und das klappt, hat in allen anderen Runden nur so bedingt geklappt, weil man doch irgendwie darüber geredet hat, irgendwie Andeutungen gemacht hat und so. Da war man so zack vorbei. Aber und weißt, was du, war? Weißt du, warum das funktioniert hat? Na? Weil ich den Wahnsinn der anderen doch schon wieder vergessen habe. Ich wusste gar nicht, was sie für einen haben. Also funktioniert es mit uns aber, super. Aber das hat echt gut in der Familie funktioniert. Das hätte ich halt nie gedacht. Von daher, das sage ich auch, man muss seinen Spielern noch immer mal ein bisschen was zutrauen. Aber das ist natürlich auch so ein kommunikatives Partyspiel. Ich glaube, Dead Last könnte auch gut funktionieren, wenn wir eine etwas größere Familie hätten. Da kann Karl gut von berichten. Also, ja, Cloud 2 habe ich dabei. Die besten Einstiegs-Hero, die neue Top-Liste. Ja, gibt ja auch schon ganz viele Top-Listen zum Einstieg in Spielsammlung, habe ich auch 2 gemacht. Hallo, Kerstin. Ich habe auch Steffen erstmal aufgezogen, dass er nicht gesagt hat, hallo, Dr. Kerstin. Aber hat er vergessen. Er ist halt auch sehr Messestress. Ich glaube, er findet das gerade auch, er genießt das sehr. Und freue mich auch sehr für ihn. Hi. Hi, Kern, genau. Ich freue mich auch super auf die nächste Woche, das wird echt großartig, also ich glaube schon. So, dann haben wir noch, hätten wir heute noch was gespielt, hätten wir wahrscheinlich das hier gespielt. Silver ist ja quasi der die Version von Caro, die halt Bézier Games gemacht hat, wo dann einfach auf jeder Karte quasi eine Aktion draufsteht. Gibt schon Meinungen, die gesagt haben, es wird dadurch nicht zwingend besser, das kann sein. Ich habe mir auch gleich beide Varianten geholt. Wird dann sicher auch bald, ich glaube, es kommt tatsächlich im Frühjahr bei Ravensburger raus. Da habe ich so ein Gerücht gehört, ich weiß nicht, ob ich es nicht verstanden habe. Also nagelt mich da nicht fest drauf. Wie gesagt, mein generelles Messefazit ist, dass es keine überragenden Spiele gibt. Es gibt kein Pandemic, es gibt kein Gloomhaven, es gibt nichts, was so krass heraufsticht, wo man sagt, oder Terraforming Mars, wo man sagen wird, boah, das Ding war so der Maßstab prägend für den Jahrgang. Aber es gibt verdammt viele richtig gute Spiele auf einem hohen Niveau. Wenig gute Partyspiele tatsächlich. Ich hoffe, dass ich da noch ein paar gute gefunden habe. Aber alle Spiele, es hat nichts enttäuscht. Letztes Jahr gab es ja viele Enttäuschungen, so Arkham Horror 3, Holding On und was nicht noch alles. Also auch Discovered,
lustigerweise alles Asmodee-Titel. Aber auch die haben dieses Jahr einen ganz guten Output, was davon jetzt wirklich toll ist, werden wir dann im Endeffekt sehen. Aber es ist, wie gesagt, ein solider Jahrgang, hat man noch nie Brettspiele gespielt, dieses Jahr damit angefangen. Vielleicht das Spiel deckt sich hier mit den ganzen Highlights aus allen Genres ein, dann, oder den, wo es dann irgendwie Erweiterungen zu gibt, weil im letzten Jahr toll war, also aus den letzten ein, zwei Jahren, dann ist man super gut aufgestellt und hat eine tolle Spielesammlung, die man lange, lange spielen kann. Ja, vielleicht kaufe ich einfach mal blind. Ich habe noch ein bisschen mehr Budget übrig. Versandservice haben wir nicht benutzt. Nee, wir haben Auto ja, wir haben ja Auto. Wir haben gesagt, heute waren Freunde da, wo wir das Auto vollgeladen haben. Wir haben ein paar Spiele über Philipp und Philipp. Morgen nehmen wir den Rest noch mit, aber es ist gar nicht so viel. Vielleicht ist es für morgen. Vielleicht kaufe ich mir 10 Eurogames. Vielleicht, wir gucken mal. Vielleicht dann ja nächstes Jahr. Ich bringe vielleicht Weihnachten mal so ein. Ja, ihr könnt ja mal überlegen, was so ein gutes Mutter-Eurogame wäre. Da würde mich jetzt mal Vorschläge interessieren. Und ich bin nicht so blond, wie ich aussehe. Und Tipp, Res Birmingham wird es nicht werden. Nicht. Ich habe ihn verziehen, so unter Doktoren. Res Birmingham ist manchmal das beste Euro. Das beste Euro ist schon ein Terraforming Mars. Aber Res Birmingham ist sehr, sehr, sehr gut. Habe ich auch behalten. Ich habe Res Lancashire verkauft und Birmingham ist so mein Ding. Deine Mama bringt gerade meinen Freund Matthias dazu, deinen Kanal zu gucken. Ben, der findet sich in der Erzählung von der Spiel irgendwie sehr wieder. Danke. Der Nicht-Spieler-Freund. Ja, ich bin ja auch nicht so. Er spielt, glaube ich, schon ganz viel. Und bringt die Tainted Creator. Genau, das ist ja tatsächlich spannend. Bringt dir mehr für Spieler, sieht nur gut aus. Stone Age gutes Euro. Das habe ich zu Hause. Das könnte man mal ausprobieren. Das ist vielleicht ein bisschen zu langweilig. Ich glaube, es muss kurzweiliger sein für den Einstieg. World of Warcraft, das Brettspiel? Nein, das will keiner. Das ist gar nicht so schlecht tatsächlich, aber ich glaube auch nicht eins. Agricola, na, das ist too much. Bitte als Abonnentenspezial die 10.000 Eurogames deiner Mutter, deiner Mama. Denn wenn wieder Leute schreiben, wie 10 Euro Spiele, ich dachte, warum sind die so teuer? Oh weh. Concordia, das habe ich auch gesehen heute. Mhm, Agricola, yes. Ist Agricola wie Siedler von Katar? Nee. Das ist Uwe Rosenberg, mit einer seiner besten Spiele. Mhm. Nachdem er jetzt zwei Tage mit deinem Button rumgelaufen ist, guckt er jetzt erstmal eure Videos. Das ist sehr gut. Das hat er anbehalten? Das hallo, finde Jan, ich. Es ist übrigens schön, super, dass wir gerade während des Streams zwei neue Patreons bekommen haben. Jetzt fehlen, glaube ich, nur noch $23, bis wir vierstellig sind. Also, falls ihr immer noch überlegt, dann könnten wir live in der Sendung die Vierstelligkeit knacken. Zwar nur $1, in Euro noch nicht, aber immerhin ein Meilenstein. Vielen Dank auch hier nochmal an allen Patreons, die eben auch dafür sorgen, dass ich mir die Zeit dafür nehmen kann, das so rauszubringen. Ballad, das habe ich auch ein paar Mal erzählt. Hier, wir hatten ja vorhin die Promo Sierra West von Board and Dice. Das ist ja ganz spannend. Das ist haben halt, wir letztes Jahr vorgespielt. Das hat letztes Jahr, genau. Ja, da war meine Mutter sogar cool dabei, als ja uns das vorgespielt wurde. Erkennt man sofort wieder. Wir mussten Probe spielen und ihm erzählen, wie wir es finden. Nee, wir hatten uns das nur einmal vor, wir haben es nicht gespielt. Wir haben es nur sehr ausführlich einmal erzählt. Das haben wir doch wir gespielt. Wir haben das nicht gespielt, nein, dann ist die Ursprungsvariante so einmal erklärt. Wir haben die vielleicht mal eine Runde angespielt, aber ja nicht komplett. Und dann haben wir uns erzählt, was die anderen vier Varianten machen. Aber das ist schon so lange her. Das ist so lange her. Die Box-Boost von dem war auch sehr klein, die ist jetzt deutlich größer. Der ist voll ein netter Typ, der hat immer so coole Anzüge an. Ja, finde ich echt. Würde einem auffallen, ne? Hier hat man so dieses Spielbrett mit den variablen Karten, wo man dann je nachdem, welche Karten man dafür unten benutzt, irgendwie eines von diesen vier Szenarien hat. Und die spielen sich tatsächlich auch alle ein bisschen anders. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, fand ich auch sehr nett. Es gibt halt manche Publisher, die sagen so, nee, wenn es das Spiel auf Deutsch gibt, dann kriegst du es nicht. Und Zug um Zug. Wenn er, okay. Ist das ein Eurogame? Ich glaube, Christian hat gerade dafür gesorgt, dass wir dass wir vielfältig sind. Wir gucken mal. Zug um Zug ist kein Eurogame, das ist ein Spiel, wo man Dinge sammelt. Ja, aber das finde ich blöd. Haben wir auch schon mal gespielt. Ja, ich weiß. Ich hab's ja auch. $2 fehlen noch. Ein Patreon noch und dann haben wir es geknackt. 185, also vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle. Ja, aber sowas wie Zug um Zug wird tatsächlich gehen. Das war auch ein guter Tipp zu den Eurogames von vor 10, 20 Jahren. Das ist halt die Frage, inwiefern ist das ein Eurogame? Aber wenn man es jetzt nur aufteilt nach Eurogame und Ameritrash, dann ist das auf jeden Fall, würde es eher da reinfallen. Aber ich mag sowas nicht so gerne. Ja, vielleicht. Grandes, ich glaube auch nicht, aber wir haben weitere Vorschläge. Kingdom Builder. Kingdom Builder könnte tatsächlich funktionieren. Oder King Domino. King Domino, das wäre eine gute Idee, weil das kannst du mit Max jetzt schon spielen. Und warum habe ich das schreibt nicht? Schreibt mal auf, dass wir King Domino von Arnons irgendwie mitnehmen. Und das ist von Pegasus. Ja, das
Das ist auch nicht teuer, das wird mittlerweile auch ausgerampft. Und dann soll ich ein Spiel kaufen, was ausgerampft wird? Oh, ja, zum Rausrampfpreis. Ich glaube, das ist gerade gar nicht mehr so teuer. Und kriegen wir hier World of Warcraft? Nein. Ja, da müssen wir an irgendeiner Rampfstand, Anführungszeichen, gucken, wo wir uns mal fragen, was sind das für Spiele. So, was haben wir noch hier? Ich schreibe lieber mit der Feder. Die nehme ich mit. Das ist schon ganz schön cool, ne? Dann, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Roll for the Galaxy, die große Konkurrenz. Das ist nämlich ein Spiel, wo wir uns die Würfel selber basteln. Na, hier machst du dann, kannst du diese Nupsis da so rauf machen und die einfach durchtauschen und kannst dir die Würfel so anpassen, wie du es gerade brauchst. Also man muss sie nicht kleben, weil kleben wäre bei dir fatal. Genau, nee, du kannst auch in jedem Spiel die wieder neu. Also ein Dice-Crafting-Spiel, das gab es ja schon mal. Und da ist Alexandra, macht die 1000 voll. Vielen, vielen Dank. Damit, das ist, da hätte ich nicht mehr gerechnet, dass wir das in diesem Jahr noch knacken, aber 1001 sogar. Boah, cool. Sehr, sehr cool, geil. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist schon schick. Dice Crafting, ne? Ihr seht das hier unten, wir bauen uns diese Würfel selbst. Hier unten sind die runden Einsätze, die man hier in die Würfel schnipsen kann. Das gab es ja schon bei Dice Forge und da war das eine coole Idee, das Spiel dahinter. War halt super flach, das war auch eines von den Euros, die ich vorhin im Expertenpanel meinte. Die kann man Leuten vorsetzen, muss man auch nicht, da gibt es auch Interessanteres, das mehr hat als nur diese eine Mechanik. Und danke, Ovis, okay, der Patreon-Stream heute Abend, also vielen, vielen Dank. Bens Mama hat überzeugt, sehr gut. Prima. Wir würden das ja auch gerne ein bisschen häufiger machen, aber wir wohnen auch 400 Kilometer tatsächlich auseinander. Mein Passwort musste mir erstmal wieder einfallen. Ich bin auch, werde ein bisschen heiser. Vorhin war ich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen heiser. Start hilft auf jeden Fall. Und genau, weitere Grundspiele benötig. Also da freue ich mich sehr drauf, dass wir wahrscheinlich auch nächste Woche spielen. Sehr gut, Sebastian. Bleib ruhig da. Wir sind auch gar nicht mehr so lange. Obwohl, wir haben eine Stunde mehr, ne? Wie viel haben wir es jetzt? 1.14 Uhr, also haben wir noch... Wie lange streamen wir denn schon? Nicht lange, 10 Minuten oder so. Länger wollte ich auch nicht. Eine Viertelstunde habe ich gedacht. Das ist wie eine halbe Stunde Ultra-Quest. Mal eben eine Viertelstunde streamen. Das geht super flott. Wo sind wir? Hier. Wir streamen erst seit anderthalb Stunden, haben immer noch 112 Zuschauer, 49 Daumen nach oben, auch da geht noch was, das kostet tatsächlich auch kein Geld. Wo sind hier der Chat? Willi, hast du schon den Daumen nach oben gemacht? Ich bitte drum. Bestimmt zwei schon. Das geht nicht. Geht nicht? Nein. Das geht nicht. So, danke Elfenland. Brass Birmingham auch um die 5. Das ist natürlich ein guter Preis, ne? Das ist aber interessant. Wir beschreiben Spiele und die müssen erraten werden. Mag deine Mama Echtzeitspiele wie Magic Maze? Ich weiß nicht, ob wir Magic Maze nicht mal gespielt haben. Ein Spiel, wo man nicht reden darf und jeder so eine Richtung hat und man die Figuren durch so ein Labyrinth bewegen muss und nach aufdecken muss. Wir spielen Spiele, bei denen man nicht reden darf? Ja, das ist total geil. Das hat Markus mal Weihnachten, jemand in der Spieleburg, der wollte auch so. Danke, Patrick. Weihnachten hat er Magic Maze jemand vorgestellt und meinte auch so, ja hier, ne, und da musst du auch die Fresse halten, da kannst, also musst du halt leise sein, dass nicht miteinander reden. Und dann meinte so, boah geil, ein Spiel, wo du die Fresse hält in meiner Familie, das kaufe ich. Oh, wie langweilig. Das wir reden schön. Doch nicht so gerne. Ja, bei dem Spiel macht das schon Sinn. Das haben wir nicht gespielt. 1006 schon, da hat sich der Schubs gratuliert. Ja, vielen Dank, wie gesagt. 70 Euro Deluxe bei Board & Dice Touren am Stand, wenn auch verfügbar. Wird die Culture erstaunlich oft gut ankommen, wo es absolut nicht meins. Meins auch nicht, aber ich erkenne an, dass es ein gutes Spiel ist. Ich habe es auch nur zweimal gespielt, ehrlicherweise. Wahrscheinlich würde es mich auch mit dem neuen Kartensatz, sollte ich mir abholen. Zwischen zwei Schlössern habe ich schon gespielt mit dir, als du letztes Jahr im Krankenhaus warst. Genau, das fandst du? Nicht so, ja, aber das ist ein Spiel, was ich auch nur mit dir spielen würde. Das würde, glaube ich, auf alle Eurogames zutreffen. Auch dieses Spiel, was du mir geschenkt hast, mal zu Weihnachten, wo ich gesagt habe, nimm es wieder mit. Von Kitzek? Ralf Hansel schlägt The Game vor. Wie wär's denn damit? The Game? Ja. Hab ich doch. Naja, es war in der letzten Top 10 auch Nummer 1 gespielt tatsächlich. Ja, The Game ist total toll. Es hat uns in Irland begleitet, die ganze Tour. Und es war, ja, deswegen hätte ich auch super. Gerne On Tour bekommen, weil das würde auch ganz gut reinpassen. Aber das gibt's da nicht. Und das Kitzek-Spiel, wie hieß denn das, was du mir geschenkt hast? Safe House. Das hat mir gut gefallen. Aber nur mit dir. Wenn du nicht da bist, spiele ich es nicht und dann kannst du es auch wieder mitnehmen. Und wieder mitbringen und mal spielen. Aber habe ich das tatsächlich auch gemacht? Ja, klar. Dafür durfte ich was anderes behalten. Ich glaube, die Zug und Zug Richtung Turn und Taxis, das ist der Turn und Taxis auch nicht. Zug und Zug, aber du hast doch Zug und Zug. Ich habe Zug und Zug. Du hast Zug und Zug und spielst es nicht. Was langweilig ist.
es ist nicht so. Tippitoppi? Nein. Schreib Tippitoppi auf. Ich hatte auch das wird vier, dir super gefallen. Vier Dinger. Das sagt den Eurogame, das ist ein Mutterspiel. Tippitoppi? Ist das mit Saubermachen? Nee. Das hört sich so an. Es ist alles tippitoppi, weil so schön sauber. Ah, Mütter sind furchtbar. Oh, Nami finde ich nur tatsächlich, ist nett, aber wird auch super schnell langweilig. Es kommt nicht an die Genialität von The Game ran. Brass Birmingham wird Dice zum Deluxe-Version. Ich würde immer die Deluxe-Version nehmen. Ja, auf jeden Fall mit den geilen Pokerchips. So, dann kommen wir auch schon zum letzten, zum vorletzten Spiel für heute. First Contact ist ein bisschen wie Codenames, was ich auch ganz gut mag. Gerne magst du, dass wir hier halt wirklich eine Sprache lernen. Das ist, glaube ich, schon deutlich anspruchsvoller als Codenames. Werden wir nächste Woche auch ausführen, auf jeden Fall. Das mit den Ägyptern und den Aliens. Genau, was die uns genug vorgestellt hat. Das, glaube ich, würde mich reizen. Ich werde das auf jeden Fall Weihnachten mitbringen. Ja, und bitte. Das wird ja auch nicht so teuer sein. Das ist auch von Cosmodrome Games. Mhm. Die sind auch sehr cool. Waren halt auch irgendwie auszukaufen in ihren Spielen. Das hörte sich voll spannend an. Ja. Ja, klingt, aber wie gesagt, Steffen hat es, glaube ich, schon gespielt oder sich irgendwie erklären lassen. Er meinte, das ist super, wenn du wirklich eine Sprache lernen musst, die du dekodieren musst. Aber so auch wieder so ein Kommunikationsspiel. Hat auf Boardgame eine 7 irgendwas Bewertung, also nicht ganz so gut wie Codenames, aber es hat auch nicht so den Major Release bekommen. Man konnte es letztes Jahr auf das Spiel kaufen und dann irgendwie jetzt erst wieder. Werden wir ausprobieren, klingt halt nach einem vielversprechenden Partyspiel. Kitchen Rush, wegen Mama und Kochen und so. Oh. Mutterspiel. Mutterspiel. Tatsächlich, Das sieht aber toll aus. Das sieht gut aus, ja, das ist auch echt ganz schick. Das könnte man vielleicht Kitchen? Auch mit Max sogar. Na, ja, Kinder ab 8 mit 5 noch nicht, aber bald vielleicht. Rush? Kitchen Rush. Oh, ich behalte die Feder, die ist viel cooler. Die Feder ist super cool. Was ist First Contact? Wie gesagt, First Contact ist, also es sind halt irgendwie Aliens gelandet in Ägypten und die müssen jetzt kommunizieren, die wollen irgendwas. Da werden irgendwie auch so Karten ausgelegt und dann müssen die halt irgendwie so kodieren, was sie wollen, müssen dazu Dinge auslegen oder darauf tippen und dann haben sie so eine Codekarte, dafür stehe ich. Wie es genau funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen komplizierter als Codenames, aber geht halt so in die Richtung und soll gut sein. Damit war es für mich ein No-Brainer, das mitzunehmen und werdet ihr dann nächste Woche auf dem Kanal sehen. Tavernen im tiefen Tal. Na, das kann funktionieren, aber ich glaube, das ist auch schon zu viel Spiel. Und wie gesagt, auch Wildnis, nicht Wildnis Wahnsinn sowieso nicht, aber Berge des Wahnsinns auch hat funktioniert, als ich dabei war. Ich glaube, oben nicht wäre es auch ein Spiel, das nicht gespielt werden würde, was sehr schade ist, aber es ist auch nicht schlimm. Also es gibt ja auch genug Mutter-Cuxhaven-Spiele, die man spielen kann, Familienspiele, die einfach gut sind, ja. Wo man auch Spaß mit haben kann. Eben wenn man auch gerade halt, auch wenn man dann wirklich Leuten Spiele erklärt, die vielleicht auch gar nicht so viel spielen, weil du hast natürlich Cuxhaven jetzt auch keine Vielspielerrunden, sondern die Leute sind ja auch, das ist ja so, die kommen dann mal vorbei und spielen dann mal Spiele bei Christine und dann sagen die, oh, das ist aber toll, hast du irgendwie mehr davon, kennst du mehr? Und dann muss das aber auch schnell erklärt sein, will man nicht eine halbe Stunde da sitzen, sich über tausende Sachen Gedanken Nein. machen, sondern einfach spielen, das toll und genial finden und dann ist auch sowas wie Quirkel ein gutes Spiel. Ja, für meine Runden ist Quirkel toll. Ja. Benjamin mag es nicht, aber meine Leute nur, weil ich die Farben nicht sehen kann. The Crew, Aufbruch zum neuen Planeten, haben wir noch nicht gespielt. Ben hat zu Hause Gott sei Dank 2. Wir haben ja gestern den Autor getroffen. Der wollte mir liebenswürdigerweise eins schenken, aber er hatte keins mehr. Und Ben hat 2, er wird mir eins mitgeben. Oh, hier, das mit der Kette kannst du sogar erzählen, wenn ich mal mein Wasser nachfülle. Warum er die Kette trägt? Weil ich meinem Sohn zum 30. Geburtstag etwas Besonderes schenken wollte, was er vielleicht sehr, sehr lange haben kann. Und da habe ich ihm eine Kette gekauft. Er hat es ausgepackt an seinem 30. Geburtstag und hat gesagt, Mutter, eine Kette, hast du den richtigen Sohn beschenkt? Ich sage, ja, habe ich. Und dann hat er sie angezogen und fand es erst ganz furchtbar. Und jetzt hat er sich total dran gewöhnt und trägt sie immer. Und mittlerweile, vielleicht nicht wirklich gerne, aber... Ja, er trägt sie. Also eigentlich geht die Geschichte ja sogar noch weiter, weil es hieß so zum 30. soll es dann auch irgendwas sein, was auch bleibt. Genau. Weil es bleibt nicht immer alles für immer. Wenn man dann, dass man auch immer noch was hat, was einen dann irgendwie daran erinnert und so ein bisschen eine Verbindung bringt. Ja. Und ja, am Anfang habe ich dachte auch so, okay, ich trage den, wenn Mutti da ist und sonst nicht. Ah, mittlerweile fühle ich mich tatsächlich etwas nackt, ohne, wo ich es immer doof finde, wenn der irgendwie hier bei so einem Video irgendwie über das T-Shirt hängt, das sieht man so assig aus, gerade genau. So eine Polkette wäre es okay. Aber ich hätte noch eine viel fettere kaufen sollen. So eine richtige, ja, so Bam dran, so Bam. Weil für die Größe und so. Ich habe schon gesagt, mein Sohn ist sehr groß, damals noch etwas schlanker, aber ja, ich finde jetzt mittlerweile steht hier richtig gut. Aber es war eigentlich ein blödes Geschenk.
Du hast den Blick, glaube ich, tatsächlich richtig vorhergesagt. Ja. Der kommt mir so, Wieso? Was soll ich denn damit jetzt? Ja. Also, ernsthaft? Ich trage nicht mal, mittlerweile trage ich wieder Uhr, ja. Aber ihr seht auch jetzt nicht immer. Tja, aber egal. Quicks ist tatsächlich auch zu Hause schon. Pat, haben wir mal Uwe Rosenberg, Cottage Yard oder so in den Zahnmal gespielt, diese Puzzlespiele? Nein. Ich hatte die mal mit, aber ich glaube, wir haben die nicht gespielt. Nein. Würde, glaube ich, auch. Ich glaube, da würde in den Summers auch, glaube ich, falsch, aber doch, da haben wir das nicht mal gespielt. Nein. Jetzt noch das andere. Spring Meadow, das würde tatsächlich gut funktionieren. Das haben wir nicht gespielt. Da 110 Zuschauer, wir nähern uns den 110 Daumen. Da geht doch noch was. Fenster. Zack, da ist auch der Chat. Genau, aber darum halt die Kette und wie gesagt, mittlerweile fühle ich mich wirklich nackt ohne Kette. Also ich da aus dem Hoffnung, da bist ja wie, weiß ich auch nicht, wie so ein rasiertes Hühnchen ohne Kette. Ja. Meine Mama war nicht so begeistert von Kitchen Rush erst, mittlerweile finden sie es okay. Okay ist. Okay, Spiele finde ich nicht so gut. Wir haben Urlaub ganz schön viel gespielt. Es gibt halt so Gruppen, da zieht nicht Koop immer besser. Ja, und es gibt viele Gruppen, wo Koop, das ist immer unterschiedlich. Kommt halt drauf an. Manche mögen es halt so Hardcore, so Take-That-mäßig. Da hat mir auch tatsächlich der Uli von Spielbox, bei dem wir heute waren, auch das neue Spiel, wo er auch meint, das hat schon Take-That-Mechaniken, die muss man mögen. Ist auch nichts, wenn man so Leute hat, die mal gewinnen, auf einmal alle gegen den spielen. Da hat er, glaube ich, wenig Spaß in dem Spiel. Aber klang auf jeden Fall ganz witzig. Das habe ich auch, wie gesagt, das soll ich, glaube ich, auch von erzählen, dass du bei dir warst, habe ich das erzählt. Oh. Dass ich bei Spielbox auch ein bisschen Angst hatte, dass er sagt, so, ne, das passt vom Kanal her nicht. Aber wer die Videos geguckt hat, meinte, er hat sich dann in der Zeit ein bisschen was angeguckt. Und er findet das vor allen Dingen so sympathisch rübergebracht. Das habe ich auch oft gehört, dass sie das einfach irgendwie sympathisch, nett, authentisch finden, die Videos. Und das ist das, so Mutter früher immer sagte, Kind, du musst mehr Arschloch sein und so. Sagt, naja, den kann ich halt nicht, bin ich nicht. Hat sich dann vielleicht doch bezahlt gemacht. Ja, so sind wir halt nicht. Wir sind eben nett. Kein Video über Q-Birds. Q-Birds sagt mir tatsächlich gar nichts. Blue Bagoon und jetzt Babylon. Ja, das möchte ich mir tatsächlich auch noch angucken. Das ist auch Wurzel und Knizia ist, aber hat ja auch Lama gemacht. Spielt ihr Lama noch? Lama? Ja. Lama ist toll. Ja. Ja, Lama spielt sogar mit Max. Das ist gut. Mandala? Ist das so mit bunt und Mandala könnte auch ganz gut passen. Das habe ich nicht zu Hause. Ich habe mir noch so Spieleburg ausgeliehen. Ah. Aber soll ich bei Altenburg anfragen? Mandala, Mudi. Mudi? Oh. Azul ist ein Top-Vorschlag. Azul? Mhm. Hammer. Ja, Hammer. 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 Top, also in jeglichem Sinne. Der Nachfolger von Walking Boran und über Meet and Play kurz hat es, ist übrigens nicht nur Drohmeeples, sondern durchsichtige Schablonenkarten. Wie hieß das? Walking in irgendwas? Wir machen mal kurz noch das letzte Spiel für heute. Was ich aufgrund meiner neuen kanaltechnischen Entwicklung sehr spannend finde, Icarus von Renegade. Das ist ein Storytelling-Game about how great civilizations fall. So wie ich das verstanden habe, baut man sich hier so ein bisschen so eine Rollenspielwelt quasi, die man dann benutzen könnte, um sie als Szenario in einem Rollenspiel zu machen, wenn ich das richtig verstehe. During the game you will stacking dice, oder auch anders, aber auf jeden Fall, man erschafft sich irgendwie spielerisch eine Welt. Und der Enkel Max ist... 5. Walking in Provence. Wird auch aufgeschrieben. Wobei ich kriege ja Walking in Burano. Ich weiß, ist das ähnlich? Hat das so. Weil das sollte eigentlich schon in der Post sein. Ich weiß nicht, wie die Änderung da funktioniert hat. Blok ist ein Eurogame. Nein, Blok ist, glaube ich, kein Eurogame. Captain Sona wäre, glaube ich, zu. Captain Sona haben wir gespielt. Wo wir auch, wo wir das zu 6 gespielt haben, haben wir bei Marcel gespielt. Oh. Und zu 6 muss ja einer 2 Rollen spielen. Rade, wer in unserem Team 2 Rollen gespielt hat. Und am Anfang das total schlimm fand und auch so eine halbe Stunde. Am Ende auch noch. Am Ende fandst du es ganz gut und hattest auch guter Spaß dran. Wir haben auch nicht die Rollen dann gewechselt, weil du warst so, dass du sagst, ja, ich kann das nicht gelernt. Wir wechseln das jetzt nicht mehr. Aber wir haben das an dem Abend, ich glaube, 3-4 Stunden oder 2-3 Stunden gespielt. Und dann hat Marcel so ein komisches Spiel, da war ich ganz drauf. Section 9 from Outer Space oder so. Das war so abstrakt für mich. Er war da voll begeistert von, meinte, ja, noch mehr Spiel wird das noch besser funktionieren. Aber es war echt so, nach Captain Sona sollte man sowas nicht auf den Tisch bringen, weil das kann dann nur verlieren. Tja. Beste ist der Aufspitzer, der Anspitzer von Letter Jam. Der Letter Jam muss ich mir, das sollte ich mir auch noch aufschreiben. Das ist auch tatsächlich, ich habe ja die, wenn ihr auf Instagram seid, die, wie heißt die Fairplay-Liste gepostet von heute,
Die war tatsächlich auch wieder nicht so überraschend. Da war auf in den Top-Dings, jetzt kann man es ja nicht groß machen, die Crew war drin, Crystal Palace, Res Arcana, Azul, Carnival of Monsters, das überrascht mich tatsächlich, weil mir viele Leute gesagt haben, dass es gut ist. Wir haben am Ende noch mit einem Zuschauer gesprochen, der uns getroffen hat, der meinte, er hat es gespielt, das war so blala, hat so ein paar Sachen aufgezählt, wo ich meine, ja genau das hat mich früher im Spiel auch schon genervt, also ich glaube, das wird tatsächlich auch nicht so geil sein. Kitchener, Dinosaur Island, Foothills, Harry Potter, Marco Polo 2, Palm Island, Cooper Island, Ecos, also auch nur Spiele, über die ich erwartet habe oder die ich alle kenne. Normal tauchen auch so Klopperspiele auf, irgendwelche italienischen Dinge, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Aber dieses Jahr scheint es dann tatsächlich ein prognostizierter Sieg zu werden. Just One habe ich und das mag ich gerne. Spielen wir leider auch viel zu selten, weil da braucht man immer ein paar mehr Leute zu. Spielen wir aber Weihnachten immer. Ja. Ja, Just also One immer, ist voll. Das gibt's erst ja, aber wir haben es letztes Jahr gespielt und jeder wollte es auch immer wieder spielen und ja, das mögen wir sehr. Ich würde tatsächlich, wie würdest du die drei Azuls ranken? Eins auf eins. Gibt es Azul 2? Mhm. Für mich gibt es kein Azul 2. Und auf Platz 2 natürlich das Neue, obwohl ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das sich etwas umwechselt. Ich würde dich fast nebeneinander stellen. Die sind weil, anders, aber genau, die Mechanik von dem zweiten war mir noch etwas fremd, als wir es gespielt haben. Aber ich weiß genau, es wird mir sehr gut gefallen. Ich weiß aber nicht genau, ob es besser wird als Azul 1 und Azul 2 ist für mich durch. Ron von Roxy könnte tatsächlich vielleicht was sagen, aber ich glaube, so reine Zwei-Personen-Spiele eher nicht. Ich glaube, die müssen auch mit mehr Leuten spielen. Ja, sein. Wir müssen, wenn unsere Nicht-Schwiegertochter kommt, brauchen wir unbedingt. Ja, müssen eigentlich so vier mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, also vier immer. Was gibt deine Karte? Also das, ne? Und das war, glaube ich, alles, was ich muss. Ich habe das jetzt auch nur mit hochgeschleppt aus dem Auto, um das einmal in die Kamera zu halten, euch zu zeigen. Dementsprechend werde ich das gleich alles runterschleppen, damit wir das nicht morgen früh schleppen müssen. Ja. Hier ist übrigens auch der Promo-Demo-File für, hier, ihr erkennt es in den Umschlägen, King's Dilemma. Ich muss noch mal gucken, was der ist, den wir in Berlin gespielt haben. Nova Luna. Nova Luna? Das hat gestern auch schon gesagt. Das ist von Pegasus tatsächlich, das kann ich nach dem Spiel da noch bekommen. Fühlt sich Nova Luna an, noch extra davon mitbekommen. Das ist halt so ein, also ich sag immer so ein kleines nettes Absackerspiel, das wir so gespielt haben bei Dual Crutch. Und tatsächlich ist das schon, dass auch einer meinte, der sagt so, ey, das ist schon ein richtiger Brainburner. Wir spielen es ja nicht gerade falsch, indem wir es nicht so ernst nehmen. Coloma, habe ich schon oft gehört. Wenn sie noch welche haben, kann ich es morgen so zum halben Rezensentenpreis mitnehmen. Muss ich mal gucken. Ich habe ja tatsächlich schon sehr viel. Ich habe mir die Erklärung angeguckt. Das sah auch interessant aus. Ich habe jetzt schon viel Positives über gehört. Ja, von Grisou, der auch immer schwer zu begeistern ist. Bei sowas, glaube ich, muss das schon so knackig sein. Und ja, Star Realms ist dann wieder Dominion. Ja, es ist wird Dominion, schwer. Nein. Und zu langweilig. Ja, Carcassonne auch langweilig. Carcassonne, kenne ich das? Plättchen, die gespielt. Ist wie, eigentlich erst wie, okay, wenn du Chaté magst, dann könnte auch Carcassonne was für dich sein. Aber Chaté da hat Chaté, glaube ich, fast schon noch mehr. Nee, ich weiß nicht. Chaté ist toll, weil das packst du aus. Das habe ich dir dir sowieso, aber auch anderen Leuten bei mir in 2 Minuten erklärt und dann kann man spielen und packt es wieder weg. Ralf, welches Detective? Hier, Ralf weiß nicht, ob er sich Detective kaufen soll. Ich weiß nicht, welches er meint. Yokai mal anschauen, kleines Memory-Korb-Spiel, sehr interessante Idee. Schauen wir mal hier. Ich sollte auch wieder leserlich schreiben. Farben. Ja. Das ist doch vom letzten Jahr, ne? Ja, das. Haben wir uns angeguckt? Haben wir auch bei denen, wo wir heute waren, gespielt. Genau. Aber ich fand ihn nicht so toll, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß nicht, kann mich nicht mehr genau erinnern. Es ist schon lange her. Ein Jahr ist lange Zeit. Ja, Yokai, das ist vielleicht auch ein Spiel, das ich lange Zeit zu Hause und nichts dazu gemacht, das muss nicht aufhören. Coloma. Gucke ich mir an, wie sage ich, Donnerstag habe ich es noch nicht gleich mitgenommen, weil ich meinte, ich muss gucken, wie viel Geld noch über ist am Ende der Messe, bevor ich sowas mache. Und wie gesagt, Budget ist noch da, von daher kann ich noch was mitnehmen. Macht Uwe keine Worker Placements mehr. Die haben mir immer noch am meisten Spaß gemacht. Wird, denke ich, wieder kommen. Also ich habe schon Prototypen gespielt. Ich weiß nicht, ob der noch kommt oder der Versenkung verschwindet. Ach, wo ich habe Exit Into von Origins of Species, was auf der Messe ausverkauft wurde. Okay.
Das ist schon mal ganz gut. Irgendwelche Pegasus-Empfehlungen für dieses Jahr? Ich bin am Donnerstag. Du kannst eigentlich alles, was dich irgendwie interessiert, kaufen. Blind. Kartograf finde ich super gut. Cooper Island ist toll. Kid Rush ist toll. Fog of Love ist auch. Lustiges Spiel. Habe ich sehr viel Positives drüber gehört. Soviet Kitchen, das kann ich leider nicht spielen. Bei Farmblind, Firenze. Also Firenze auf jeden Fall nicht für Mutter. Carcassonne spielen mit zwei Handkarten, damit nachziehen. Ja, das ist so Plättchenlegen. Also ich mag sowas tatsächlich auch eigentlich ganz gerne. Bei Carcassonne finde ich es auch sehr langweilig. Dann Coloma war eines der besten Spielchen, der Spiele, dann bekommt das nochmal ein Sternchen für die extra lobende Erwähnung. Swanche. Müsste man alles ausprobieren, aber ich glaube nicht. Ich glaube, hinstellen, kurz erklären und zack, los. Wobei Azul habe ich auch ein bisschen mehr erklärt. Ich glaube, da war auch immer so, was will der jetzt von mir? Ja. Machen wir einfach mal. Und dann ging es auch. Das war aber beim ersten Azul auch. Da hast du auch erklärt, ich habe dir zugehört, du lass ihn reden. Tiny Towns, das kannst du da mal auf deine Liste schreiben. Ich schreibe mir der Feder. Nee, St. Petersburg mit dieser Karten, nee, glaube ich auch nicht. Rosenberg macht Euros wieder, wenn er aus Elternzeit ist. Ich dachte, das mit Elternzeit wäre schon vorbei. Hat er noch ein Kind bekommen? Ich glaube, das war so die Zeit, wo es Hengels gab. Die Ära, über die wir nicht reden. 71 Daumen nach oben, da fehlen nur noch 40. Wir streamen mal so lange, bis die Leute ins Bett gehen und es wieder sich verschiebt. Gut, dass wir schon ein bisschen geschlafen haben. Gut, dass wir schon voll geschlafen haben. Ich bin auch voll fit tatsächlich gerade wieder. Ich sehe wahrscheinlich, also gestern sah ich, glaube ich, wirklich richtig kacke aus. Aber ja. Da ist gut, dass die Streamqualität hier nicht so gut ist und wir auch heute ein bisschen gelblich erscheinen. Genau, jetzt wieder richtig große Projekte angehen. Der ist auch super, also super enthusiastisch und auch nicht nur was Spiele angeht, sondern auch so das Spielen drumherum ein bisschen fördern, auch so Leute vernetzen, Ideen fördern, so. Da ist er auch auf. Ich habe ihm auch so ein bisschen erzählt, was da so in Göttingen so alles geplant ist. Und er meinte auch, ja, da müssen wir drüber reden, da kann man sicher was machen. Es gibt eine Roland Wright Nicht-Empfehlung von mir, und zwar auf jeden Fall nicht das Wizards-Würfelspiel. Wenn ihr Heavy Euros mögt und einen Roland Wright damit kombiniert haben wollt und ihr auf der Spiel seid, guckt euch Rome and Roll an. Das ist von David Tucci, heißt er, glaube ich, der Autor von Teotihuacan. Und der hat halt einen Roland Wright gemacht, das ist nicht ein Absacker-Ding, sondern wirklich ein richtiges, krasses, mindestens Kennerniveau, wenn nicht sogar noch mehr hat. Werde ich nicht dazu kommen, mir das anzugucken, bevor es auf Kickstarter kommt, aber das klang sehr, sehr interessant. Also aktuell voll. Okay. Muss jetzt erst, ihr braucht ein bis zwei Jahre, ja. Draftosaurus, ja, das könnte tatsächlich auch funktionieren. Ich glaube, das ist auch schon überaus verkauft. Schreiben wir mal hier auf. Wobei, das bekomme ich bestimmt auch so. Da habe ich auch schon, habe ich da schon ein Video dazu gemacht? Ich glaube ja, ne? Dann hast du es ja schon. Bestimmt. Nee, ich habe das noch für Berlin.com gespielt und da ein Video dazu gemacht, wenn okay. Überhaupt. Stone Age hatten wir schon. Ja, ich glaube nicht. Ja, wir suchen Spiele für Mutter, Strategiespiele, aber eigentlich hast du auch halt schon... Ich weiß nicht, 200 Spiele zu Hause. Also wen die Spielesammlung und der Spielegeschmack meiner Mutter interessiert, wir haben letztes Jahr Weihnachten ja das 11.000 und 12.000 aus 10.000 und 11.000 Abonnenten speziell in Cuxhaven gedreht. Beim einen präsentiert hat meine Mutter, ich stehe nur daneben, ihre komplette Spielesammlung sagt zu allen etwas, also die Roomtour bei Mutti im Spieleflur. Und im anderen Video reden wir über die Top 10 aktuell. Da gab es ja vorher, ich glaube, das 3000 Abonnenten-Spezial ist auch mit Mutter, wo ich noch relativ viel geredet habe. Moment, du redest immer noch viel. Ja, aber im nächsten war es dann schon so, dass du einfach deutlich mehr erzählt hast. Und also wenn euch das interessiert tatsächlich, könnt ihr euch da auch vielleicht ein bisschen daran orientieren. Ich glaube, wenn man so da die Top 10 hat, dann ist man schon ganz gut durch. Vienna, Istanbul. Das ist zu viel Spiel, zu viel Strategie, zu viel. Aber wir gucken mal. Mein Tipp für alle, die gerne Solo spielen, noch 5 Euro über den Palm Island. Ja, Palm Island ist super toll. Das solltet ihr mitnehmen, gerade wenn es nur 5 Euro kostet. Das ist echt preiswert. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man Spiele alleine spielen kann. Kann man. Spielst du auch Candy Crush? Ja. Ja, aber das ist doch anders. Aber du kannst ja nicht zu Hause sitzen und ich habe früher alleine gekniffelt. Ja. Ja, das geht nicht. Du bescheißt dich immer selber. Ich hatte dann plötzlich einen Kniffel und die eine 4 war dann doch eine 5 und das ist, nein, ich weiß nicht. Geht nicht. Okay, danke. Ich habe keine Fragen mehr. Ich würde jetzt mitgehen. Morgen geht es ja schon wieder weiter. Honga ist cool. Honga habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich habe auch heute Morgen die Spiele-Dinos getroffen. Das war auch ganz witzig. Warst du ja schon dabei? Weiß nicht.
Ich glaube ja. Bestimmt. Wo wir den Auto von dieses komische Ägypten-Quickspiel gespielt haben. Mhm. Und, ja, ja. Da hat er auch irgendein Spiel rausgeholt. Es war von Feuerland, ich weiß nicht, ob er von Feuerland ist, falls ja, war es glaube ich das, wo er auch nur meinte, seine Freundin, Frau war daneben und er meinte, hier, komm, Ben, sag mir, das ist ein gutes Spiel, weil das für 3 Euro okay ist. Ja. Und er sagt, ich sag dir, das ist ein gutes Spiel, für 3 Euro ist es okay. Das ist so gespielt? Nee, aber ich sollte das sagen, also habe ich es gesagt. Genau, du bist ja brav. Das klang scheinbar sehr überzeugend. Ja, Bradman, gute Nacht. Alle Nicht-Vorschlafer in der Schachnovelle wird auch gegen sich selber gespielt. Lieber ein selbst bescheißen als andere, richtig. Call to Glory, ich habe keine Freunde, die Brettspiele mögen. Was? Gerade wenn die Rollenspiele mögen, dann sind die eigentlich auch schon so ein bisschen. Ich meine, gut, das ist so das Ding. Ich meine, Warhammer-Spieler spielen auch meistens Warhammer, aber man macht das oder irgendwas anderes. Aber eigentlich, du brauchst ja nur das richtige Spiel für die Leute. Bausack, The Game, Twilight Imperium, eine Risikovariante. Irgendwas funktioniert meistens. Kann natürlich sein, dass das wirklich nicht, aber ich habe das echt noch nie erlebt. Aber ja, wie gesagt, du bist dreimal bei mir und du bist schon viel Spieler, ohne dass du es weißt. Hast du meinst, ein Spiel in Solo-Modus, extra Imperial Settlers oder Arkham Horror? Ja, das ist total wichtig heute, dass es einen Solo-Modus gibt, weil viele Leute halt auch so wie Getester halt niemanden haben oder es total gerne spielen wollen. Und wenn es dann wirklich einen Solo-Modus hat, man sich hinsetzen kann. Aber es gibt doch in jeder Stadt irgendwo so ein Spielecafé, oder nicht? Mhm. Also in Cuxhaven jetzt glaube ich nicht, aber Spielerunden gibt es doch, in die man sich integrieren könnte. Also man macht das definitiv auch kein Mutterspiel. Dorn aus Setz ist einfach Solo der Hammer. Das probiere ich auch tatsächlich bald mal aus, hoffentlich. Wer schreibt? Niemand. Gut. Haben wir sonst was von heute zu berichten? Nö. Es war entspannt. Es war auch tatsächlich für Samstag gar nicht so voll. Wir haben ja auch mit der Frau Metzler geredet, noch während des Panels, und sie war auch da. Und sie meinte auch, diese Idee, die Eingänge umzustellen, dass sich die Hallen jetzt so von 2 Seiten irgendwie mehr füllen, war irgendwie auch ganz gut. Sie meint, es geht auch gerade voll durch die Decke. Also die Zahlen sind scheinbar echt gut. Wir knacken wohl die 190.000 von letztem Jahr. Und sie ist sehr zufrieden, glaube ich. In Wuppertal gibt es kein... Benjamin, du solltest nach Wuppertal ziehen und da einen Spieleladen aufmachen, glaube ich. Ja, war schon 2-mal in Wuppertal. Mal gucken. Motivation, Pläne für den eigenen Spiel? Nein, tatsächlich nicht. Da habe ich einfach keine Zeit für. Also ja, Motivation auf jeden Fall, weil ich spiele ja wirklich viele Spiele und wenn ich mir manche ansehe, was für ein Scheiß als Spiel veröffentlicht wird vom namhaften Autor oder auch was für Spiele, wo man so Hilo, ne, wo man dann denkt, okay, vielleicht habt ihr die Lizenz nicht bekommen, habt ihr gesagt, wir machen das selbst, wir machen es noch einfacher, damit es noch mehr Leute kaufen. Das war schon wirklich frech und ich meine, so ein, was haben wir denn hier? Na, hier jetzt gerade keins, aber so ein Hurly-Burly, das abändern auf, dass man nicht mehr kann. Ja, also es gibt total viele Spiele, wo man einfach sagen kann, okay, wir ändern das Konzept ein bisschen und dann haben wir immer noch ein funktionierendes Spiel und deswegen Verlag vor der veröffentlicht das dann. Kann passieren. Danke für die Live, schönes Interagieren. Holt euch gut, noch ein schönes Wochenende. Bin gespannt auf nächste Woche, wenn ihr davon berichtet, was ihr alles gespielt und wie ihr es findet. Ja, wir werden tatsächlich machen mit Stefan. Vielleicht auch im Livestream, das ist vielleicht auch ein interessantes Konzept. Ich glaube, da werden auch super viele Leute reingucken, weil wir es ja eigentlich immer morgens machen oder auch spät nachts. Oder spät nachts jetzt gerade sind ja auch ein paar Leute aktiv. Also das können wir tatsächlich überlegen, weil das machen wir auch immer eigentlich ohne Schnitt. Das ist tatsächlich gut, wenn ich mit Stefan, weil wenn ich mich fasse oder so, dann springt Stefan sofort ins Wort. Und man kann sich nur nicht in den Beinen der Nase bohren, das ist mal ein bisschen doof, aber das überlebt man schon. Das muss man ja auch nicht. Ja, worüber eigentlich mit euren Tickets zum Osteingang geschickt? Das müssen tatsächlich andere sagen. Gute Nacht noch, schau Game of Thrones weiter. Ja, aber mach nach der 5. Staffel Schluss. Warum? Ja, weil die 8. ist schlecht. Ja, die 8. ist die schlechteste überhaupt. Ich habe 7 Staffeln mit Begeisterung geguckt, wo Ben überhaupt überrascht war, dass seine Mutter sowas guckt. Aber ich habe es wirklich gerne geguckt, manchmal weggeguckt, weil viel zu brutal und viel zu viel nackte Haut. Aber schöne nackte Haut, war egal. Und dann kam die 8. Staffel und war ich völlig fertig. Und dann kam die letzte Folge der 8. Staffel und da habe ich gedacht, warum hast du 7 Jahre deines Lebens damit verschwendet, das zu gucken. Furchtbar. Darum hoffe ich ja, dass der George R. R. Martin das Ding einfach nicht fertig schreibt, dass er Teil 7 fertig macht und oder Teil 6, ich weiß nicht, was jetzt kommt, und dann den nächsten Teil einfach nicht hat, vielleicht noch so ein Manuskript hat und dann irgendwann selig von uns scheidet in 10, 20 Jahren, er braucht eh mal lange, und das Ding einfach nicht fertig ist, weil er wird es nicht geil abschließen können. Wenn, dann ist er genial. Wieso, es ist doch fertig? Ja, die Filme, so, die haben nichts mit dem Buch zu tun.
Oh, verwirr mich nicht. Ja. Das ist wie mit dem Vater bei Star Wars. Es gibt ja die letzten beiden Staffeln, oder drei sogar, gibt es ja noch gar nicht als Buchform. Die haben es einfach auf seinen Ideen weiterentwickelt. Und du merkst ja beim ganzen Storytelling, ich meine, früher sind die halt wirklich gereist und ist noch ein halbes Jahr vergangen. Jetzt machen die Schnips und sind irgendwie die 5000 Kilometer gereist. Und es hat eine Woche gedauert, gefühlt, wenn überhaupt. Das ist schon echt schlecht. Und er wird die Bücher jetzt schreiben. Ich habe jetzt gesehen, das Ende funktioniert nicht. Das ist doof. Also muss er sich ein besseres einfallen lassen. Das ist ja furchtbar. Im Vergleich zu Benzema habe ich nicht mehr die erste Season durchgehört. Die erste fand ich eigentlich noch echt gut. Ja. Alle bis zur fünften. Die Brettspiele von GOT haben ja die beenden. Jetzt in meiner Doktorarbeit fertig, schaffe ich es auch. Mal. Plot-Twist-Serie hat nichts mit dem Buch zu tun. Hm. Ja, nicht viel tatsächlich. Also zumindest da hinten raus. Ja. Ist Concordia zum Einstieg zu schwer? Also zum Einstieg für Mutter wahrscheinlich schon. Concordia ist aber nice, so heißt das Schiff, in dem mein Mann die letzten 15 Jahre zur See gefahren ist. Vielleicht deswegen. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was so ein Cuxhaven funktioniert und was nicht. Ja, absolut. Und es sind auch immer Spiele, die, es ist halt eben auch wirklich wichtig, dass die Spiele auch ohne mich gespielt werden. Ja. Und wie gesagt, zur Not, wenn man spielen willst und ich weiß, wie es geht, kannst du auch immer ein Video von mir gucken. Da wird es ja meistens erklärt. Da bin ich mal gespannt auf das Ende. Glaub mir, das Ende ist schlechter als alles, was du jemals in deinem Leben gesehen hast. Es ist einfach, die Figuren funktionieren in der achten Staffel komplett konträr zu dem, was sie vorher repräsentiert. Und denkst dir, Alter, wenn ihr da steht und dann, und warum? Das wird. Erzählt. Ich kann nicht spoilern, aber es ist. Nein. Boah. Also, wenn sie auf der Stadt stehen, jeder weiß, was sie eigentlich getan hätte und sie tut es nicht. Und das ist so. Schade. Ganz, ganz schade. Ja. Ja, wir wissen, das war auch eine schöne Zeit. Und vor allem, ich habe direkt danach die erste Staffel wieder angefangen, die ersten zwei der Folgen geguckt. Und das ist so gut, so genial und dann sowas, naja. Meine Mutter spielt auch Alhambra für ihr Leben gern. Spiel des Jahres von vor 50 Jahren, 15, 16 glaube ich. So, jetzt sind wir bei Fernsehen angekommen. Da bin ich wohl der einzige, der TVD, The Walking Dead habe ich auch geguckt, finde ich auch super geil. Ich mag das Setting einfach. Aber das Ende von Lost fand ich auch furchtbar. Aber ich fand das Ende von Games of Thrones 10-mal schlimmer. Ganz sicher. Ich habe nur maximal eine Staffel von Lost geguckt, tatsächlich. Was? Ich habe sie alle gesehen. Wo jetzt ja mittlerweile nochmal 106 Leute sind, habt ihr denn noch so kleine Geheimtipps, falls ihr verspielbar habt, so irgendwelche Sachen, die man sich angucken sollte? Es gab so eine Mischung aus Mario Kart und irgendwas anderes von Moses, wo Stefan total begeistert davon war. Das gucke ich mir vielleicht auch nochmal an. Lost war super. Ja, Lost war super. Die Serie war, glaube ich, wirklich cool. Hast du nicht gesehen? Nee. Oh, Kind. Lost Cities 2, When the Game... Haben wir mal Lost Cities gespielt? Nein. Ah, da will ich mich nicht drauf festlegen. Ich glaube schon. Nein. Aber es ist halt auch nur ein Zweierspiel. Nein, wir brauchen mindestens 4. Und da Max immer mitspielen will, brauchen wir auch 5. Ja. Und die Brettspielversion von Lost Cities finde ich tatsächlich auch gar nicht so geil. Aber wir gucken mal. Also ich werde ja Weihnachten wieder Spiele kredenzen und es gibt irgendwie immer... Ich bin ja immer... Andere Leute schenken immer Socken oder Schlipse. Ich schenke halt immer Brettspiele. Aber nein, wie verwunderlich. Das Cocobot-Party-Spiel, auch das schreiben wir hier mal auf. Das ist halt ein Speedgame, wir waren nach Stefans Fehler und kurz, das ist nichts für uns, wenn schnell Karten auch spielen. Achso, eine Mischung aus krasse Kacke und Mario Kart. Wenn euch das interessiert, dann guckt euch beim Moses Spiel, ich weiß nicht wie es heißt, an. Ich habe jetzt noch Rollcade mitgenommen, noch ein kleines Kartenspiel. Sagt mir auch nichts. Mysterium schreibe ich mal auf. Kennst du das? Das ist wie Dixit. Ja, aber Dixit ist toll. Ja, wir leihen es uns unsere Spiele. Oinkgame hat 3 neue Spiele rausgebracht, genau. Die man so kaufen kann. Hast gut aufgepasst, ja. Hallo, natürlich passe ich auf. Genau, die wird es bei mir auch geben. Die haben wir nicht auf dem Messen mitbekommen, weil es ja, also kriegen wir nach der Messe auf jeden Fall. Die sollen alle 3 gut sein, gerade dieses Faces. Pictures kenne ich, habe ich im Schrank. Genau. Nee, Pictures haben wir gekauft. Habe ich im Schrank. Das haben wir heute gekauft. Ach, was ist denn das Face? Face ist das Ravensburger Gesichtsspiel da. Ja, ach, das habe ich gedacht. Pictures haben wir gekauft. Ja. Genau. Majesty oder Battle of the Eldorado wäre vielleicht auch noch was. Majesty ja nicht, vielleicht Battle of the Eldorado, aber das.
Es ist speziell, aber wie gesagt, wir haben fast ein Spiel zusammen mit 100 Spielen, die alle gut funktionieren. Aber man muss auch einfach mal Dinge ausprobieren, tatsächlich. Ich habe mehr als 100 Spiele. Warum fängst du eigentlich alle deine Videos mit einem So an? Ja, weil das toll ist. Das ist so Tradition, ne? Manche Sachen soll man beibehalten. So, dann stimmt man sich auch persönlich darauf ein. So, jetzt bin ich im Videomodus und jetzt geht's los. Das ist ja auch einfach ein Markenzeichen. Also ich habe das auch manchmal, wenn dann so irgendwie ich irgendwie bei Leuten bin, wo ich so irgendwie unterwegs auf GBR tue oder so, und die Leute mit mir so oft mit zusammenspielen, sitzen da und irgendwie denken nach und so, sage ich einfach mal, so, hallo und herzlich willkommen. Das ist ein Video, ne? eine Dix- und Cluedo-Mischung, die spielen wir meistens. Cluedo mag ich überhaupt nicht. Das haben wir bei dir auch mal gespielt. Nein, das mag ich nicht. Ich mache das ja ein Video zu machen. Ja, aber deswegen. Das ist so Tradition, genau. Ja, tatsächlich. Ja, also man sieht ja mal auf YouTube, so die Drop-Rate ist immer relativ hoch. Leute schalten es ein und schalten fast sofort wieder aus. Wenn ich halt irgendwas Catchiges machen würde, dann wäre es wahrscheinlich toller. Was soll man tun? Genau wie Hunter und Krone am Anfang haben. Haben sie? Ich habe nur mitbekommen, dass sie irgendwann mal angefangen haben, immer... Die Batterie ist gerade leer. Oh, oh. Aber hier haben wir ja noch 62% wieder. Da sind wir wieder. Irgendwann haben sie immer catchy, auch immer so irgendeine Endsequenz vom Ende ans Anfang gestellt, was natürlich auch catchy ist. Aber komm, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist mit dem Intro, aber ich finde mein Intro schon ziemlich... Es ist zwar 1:1 kopiert von einem anderen super erfolgreichen YouTuber, aber auf Brettspiele umgemünzt, und ich finde es einfach catchy und besser als die ganzen... Manche anderen comichaften Einleitungen, also ich mag das sehr, wobei früher auch immer, als die Dynamik noch nicht angepasst wurde, ist Leute mit Kopfhörern, sind denen regelmäßig die Ohren weggeflogen. Und Kronkorn kommt zu Wort, ja. Ich gucke da relativ selten rein, aber. Wen treffen wir immer? Wir treffen immer Kron tatsächlich. Ich denke, was ist Hunter? Nee, das ist Kron. Was ist Kron? Ja. Hunter ist der Blonde. Hunter ist der Blonde mit Brille. Der ist immer nur im Stand. Der ist bisher nur im Stand gesehen. Stimmt, immer gesagt, Bade auch, hat wahrscheinlich auch viel zu tun. Und Kron rennt immer rum. Ja, die Pläne für Twitch habe ich tatsächlich in dem Video, wo ich Messetermin und so und auch drin stand, warum Twitch, ausführlich erklärt. Tatsächlich ist durch die 4 Tage Dauerstream mein Schnitt nicht krass runtergegangen. Ich bin bei 2,5, glaube ich. Das kriegen wir hin. Quacksalber von Quedlinburg habe ich sogar mit Erweiterung. Und da wir bekommen manchmal Besuch aus Kiel, da spielen wir das sehr gerne, und mit meiner Nichtschwiegertochter spielen wir das auch sehr gerne. Das ist auch ein tolles Spiel. Was mich auch überrascht hat, dass es da funktioniert. Das funktioniert. Aber es hat auch dieses aus dem Beutel ziehen, Echtzeit hinlegen, so easy runterspielen. Aber es gibt Leute, die mogeln. Nicht du, aber andere in der Familie. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Aber die müssen immer zuerst ziehen. Ja, und wir passen alle auf. Ja, also dass die Quacksalber funktioniert. Das hat auch diesen. Ist trotzdem einfach, ne? Das war ja auch was, wo ich gesagt habe, das ist nicht für mich kein Expertenspiel. Das ist auf jeden Fall eher ein Familienspiel. Und Azul ist eigentlich eher das Kennerspiel. Beides nicht. Ist doch beides simpel. Das finde ich simpel. Ja, Takenoko für Mama und Enkel. Takenoko habe ich zu Hause. Ja, das dauert aber, glaube ich, noch 2-3 Jährchen, bis man das. Wohl. Das könnte mich. Ich sehe Max ja tatsächlich immer selten, ich träume mir sehr viel zu, aber man muss da, glaube ich, ein bisschen Geduld auch für haben. Das ist gerade ein Fremdwort. Geduld ist mit 5¼ schwierig. Man kann einfach für den Sitz nochmal ziehen, dann kriegt man auch mehr vom Leben. Ja, das wäre bei uns manchmal eine Idee, aber wir haben jetzt schon erzieherische Maßnahmen angewandt und jetzt funktioniert es. Meine Tochter hat es in 5 gespielt. Also, wie heißt es? Takenoko. Das hat auch einen süßen Panda. Nein. Ja, und man kann auch die Erweiterung, da kommt eine Panda-Dame dazu. Und dann können sie auch Panda-Bärchen, aber die können nur Panda-Bärchen bekommen, wenn der Panda-Mann zur Panda-Frau geht, nicht wenn es andersrum ist. Es macht aber keinen Sinn. Nee, aber ich finde es trotzdem ganz süß. Okay. Wir haben auch schon KDM gespielt, wo Corinna meinte, ich könnte ja auch statt meiner Miniatur den Panda spielen. Dann sind wir den Panda gespielt. Leo muss zum Friseur. Das ist, da sind wir über den Kinderspielen, wie gesagt, da gibt es halt echt super viel. Aber wir haben schon, wir haben echt viele Kinderspiele, und er spielt zu 90% die Kullerhexe total gerne und eben Skyo. Skyo ist total toll. Spielt ja Quacksalber wirklich viel? Immer wieder. Immer wieder, weil da, es gibt tatsächlich diese Pappmarke, die gibt es auf der Spiel auch aus so 3D-Print-Zeug quasi. Ja. Die sind schon echt ganz cool. Die gibt es auch beim Boardgame Shop.
Habe ich nicht gesehen heute. Sie sind noch nicht billig, aber vielleicht, ich habe noch Budget über. Gucken wir mal. Gibt es Geschenke von vielleicht. Ben? Board Game Geek. Und dann... Quacksalber. Quacksalber. Bits. Schokohexe. Und dann noch Schokohexe. Genau. Ja. Die Mutti spielt ihm überwiegend Bridge, das ist ihr Problem. Farbesaft. Ich glaube nicht. Weiß nicht, müssen wir auswählen. Habe ich nicht mehr Zeit. Wir haben also Fast-Forward-Spiele tatsächlich gespielt und da, du hast ja glaube ich noch welche von mir. Fast-Forward, die kleinen. Splendor kannst du mal aufschreiben, das kann Max wahrscheinlich auch jetzt schon spielen. Das würde mich wundern, wenn er das nicht hinbekommen würde. Mysteriöse Wald wäre auch was. Ich habe gesagt, wir sind großen Zeher, wir werden das auch nicht kaufen. Aber, nein, das wollen wir auch nicht, aber gucken könnten wir. Und wir wollen morgen so früh weg von der Messe. Ich glaube, das wird eh nichts werden, aber wir gucken mal. Ja. Oh, ist auch schon 1:53, gleich ist 3. Heute ist auch so, es wird 3, dann geht die Uhr wieder auf 2 zurück. Ne? Also wir haben echt heute Sommerzeit auf Winterzeit ist, als wenn du die Gartenmöbel für den Sommer rausstellst und für den Winter reinstellst. Splendor ist einfach nur so ein Gateway-Engine-Builder, wo du halt so Ressourcen sammeln musst und wenn du die hast, bekommst du so Karten, die dann eine quasi dauerhafte Ressource darstellen. Sprich, wenn du später weitere Karten haben willst, das ist automatisch mehr. Mach den Stream noch bis 3 Uhr, dann können wir alle gemeinsam in der Zeit zurückreisen heute, ja. Oh, herrlich. Schokohexe kam auch bei meiner bekannten Tochter mit 5 Jahren. Ja, Schokohexe, wahrscheinlich heißt es, dass es ein Mädchenspiel. Weiß man nicht. Kerstin, alles Gute zum Geburtstag, wenn du heute Geburtstag hast. Happy Birthday. Zarte 25 wahrscheinlich geworden. Haben wir die junge Dame gestern gesehen? Die haben wir bei Meet & Greet gesehen. Die kann doch nicht 25. Das war die, mit der ich wieder freue. Die ist doch wesentlich jünger. Happy Birthday. Nee, nächste Woche. Achso, dann da schon mal herzlichen Glückwunsch. Okay, nein, das dürfen wir nicht. Ja, da habe ich auch ein Video von so Amerikanern gesehen, die sich über deutsche Kultur... Fails aufregen, wo sie meinen, oh mein Gott, die gehen total ab, wenn wir den Vorfeld gratulieren. In Amerika ist das scheinbar Standard, aber in Deutschland, das darfst du nicht, das bringt Unglück. Und in Amerika ist das irgendwie so, wenn man sich nächste Woche sieht, aber jetzt schon mal Glückwunsch und dann ist das gut. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Scheiße, das kann nicht sein. Steht nur im Ausweis. Der ist bestimmt gerade mit Roman von Loxley beschäftigt. Mal kurz gucken. Salzwanderer folgt jetzt auf Twitch. Ja, okay. Wie gesagt, Twitch werden wir, wenn es klappt, morgen streamen. Und dann könnt ihr da auch ein bisschen was von der Spiel sehen auf dem Kanal hier. Wir gucken mal kurz, was sich da bei Patreon noch getan hat. Aber wir sind jetzt tatsächlich schon bei 1008. Vielen, vielen, vielen Dank. Wird dafür sorgen, dass es nicht weniger Spiele gibt. Also ihr befeuert es quasi selbst. Ja, ja, Gott sei Dank. Teil der Wikinger. Teil der Wikinger, wie gesagt, mein erstes Video, das ich dazu gemacht habe, musste ich noch neu machen, weil ich habe da so viel erklärt, so guck mal, jetzt geht der nach vorne, kann der dahin und der hier Strategie. Also ich habe auch schon gehört, dass es für ein bisschen Frust bei Kindern sorgt, weil die so diesen strategischen Aspekt da oben gar nicht so sehr drauf haben. Ja, das Twitch-Stream ist aus. Tatsächlich habe ich schon überlegt, das zum Konzept zu machen. Der schwarze Kanal. Beruhigt total. Der Kanal der Ruhe, das kann man einfach anmachen. Ja. Da hat man auch was, aber kann trotzdem schlafen, es ist nicht hell, es ist ruhig. Du kannst ein bisschen Musik im Hintergrund. Nee, das ist zu viel, es muss pure sein. Es muss einfach nur dunkel sein. Man könnte einfach mal wechseln, vielleicht so 7 Tage schwarz, 7 Tage weiß, dann mal einen Tag gelb vielleicht oder braun, ne, braun nicht, oder rosa, keine Ahnung. Oh nein. Und dann, vielleicht so rosa wie das hier. Genau, das rosa oder Glitzer, so, keine Ahnung. Zen-Kanal, das wäre schon cool. Ja, Kaminfeuer, sowas in der Art. Ich höre auch manchmal, also ne, YouTube ja relativ viel auch so geschichtlich ist und manchmal ist es einfach Hörbücher über das Mittelalter oder so, wo dann so 3 Stunden lang so ein Kaminfeuer einfach im Hintergrund läuft. Die entspannteste Ecke sind jetzt. Da sind wir auch gerade angekommen bei der Shirt Area nach dem Spiel. Morgen werden wir auch sicher mindestens 1-2 Stunden spielen. Da werden wir auch dann das hier wahrscheinlich alles nochmal zeigen. Stefan hat das ja auch noch nicht gesehen. Plus alles andere, was wir noch haben. Es ist, wie gesagt, gar nicht so viel. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viele Spielleute das an Auto getragen haben. 30, 40?
Ich glaube, insgesamt kommst du nicht an 70 ran. Nee, boah, ich glaube eher... 50 wird schon schlecht. 50 wird schon stimmen. Ja, ja, zählen wir Marcells Sachen dazu oder ziehen wir die ab? Die ziehen wir. Wir müssen schon hoch, was ich nur selbst deine. Nur meine. Sind keine 50. Ja, glaube ich auch nicht. War auch ganz, es gab auf dem Spiel auch so ein T-Shirt, ich weiß nicht mehr, was da genau dran steht, irgendwie I have to punch something. Und dann war da halt so ein Punchboard aufgedruckt. Das hat Georg gezeigt, der auch sehr gerne Sachen ausprübelt. Das wäre ein gutes T-Shirt für ihn. Hier ist ganz schön stürmisch tatsächlich gerade. Ich weiß nicht, ob man es hört. Wahrscheinlich ja. Aber richtig. Ja. Es soll morgen auch regnen. Ja, bestimmt nicht, wenn wir fahren. Nein, nein, nein. Das glaube ich auch nicht. Also ich habe mir jetzt auch tatsächlich relativ wenig Notizen gemacht, aber es ist auch so bei dem Spiel, das meiste ist ja auch einfach schon bekannt. Ich habe schon auf Boardgaming geguckt, da gibt es einen Beitrag, das ist ja eigentlich ganz cool. Wenn auf Boardgaming es so eine Geekliste geben würde, wo Leute einfach eintragen, was sie gespielt haben, ein bisschen darüber verschreiben. Ja, ich kenne mich da auch noch gar nicht aus. Das mit Twitch muss erst anlaufen. Ich habe gehört, man muss das monatlich erneuern, dieses Twitch Prime Abo. Das wäre ganz schön doof, wäre cool, wenn das einfach durchlaufen würde. Pick a Polar Beer Seal, ja. Drugs wurde wie ein Sheeple-Shirt schön, ja. Ja, das stimmt wahrscheinlich tatsächlich. Shadows of London, da bin ich auch überlegen, ob ich mir das kaufen soll. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gucke mir das auch nochmal an, aber ich glaube tatsächlich nicht. Terrors of London. Da standen wir heute in dem Matagro-Stand vor. In Halle 1. Nee, da muss man da die Monate bei Twitch schreiben. Das ist echt ein bisschen nervig. Wo wir überall waren. Aber ich mache euch eben mal ein Danke-Video, kann ich da einladen und mal sagen, hier, klickt bitte nochmal drauf. Ja, hast du. Gibt es auf der Spiel, aber ich glaube nicht im regulären Vertrieb. Also das ist Tables Lava. Ich habe Ecogon gespielt, oder wie das heißt, das war super und dann noch Snitch. Das war gut. Ecogon, das war dieses, das habe ich glaube ich auch gesehen. Keine Sachsen, E-E-O-Kron. Ich werde noch ein paar E-Mails schreiben, mal gucken, was ich noch für Antworten bekomme. Aber ich sage, ich werde auch morgen nicht mehr so viel mitnehmen. Ich habe jetzt noch nicht so, ich muss weg und dann noch ganz schnell ganz viel einpacken. Ich habe wirklich viel genug. Und es kommt ja auch Tainted Grail, es kommen noch, ich glaube, irgendwie ein, zwei andere coole Spiele, die dann vielleicht kleiner sein werden als alles, was ich hier mitgenommen habe, weiß man nicht. Auch 100% ökologisch von einem Ökologen. Das ist doch gut, der war super nett. Das sind ja Gott sei Dank meistens, wobei manche Leute sind auch echt durch. Also ich hatte auch einen, den habe ich auch angeschrieben vorhin, war da, der hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Und dann, was, ja, gib mal Karte, okay, hast du Spiel. Das war, aber ja, ist halt so nach ein paar Tagen Messe. Ja, der war wirklich ganz schön. Ja, da fand ich tatsächlich bei Lookout, der Sören, der da arbeitet, der sieht immer völlig durch aus, auf jeder Messe. Ich habe den jetzt zweimal gesehen, als ich da durchgelaufen bin. Die haben ja so ein bisschen die Pressearbeit auch ausgelagert, machen das nicht mehr selbst. Ich glaube, ich hatte auch weniger Stress und der sah eigentlich immer ganz gut aus. Nicht so durch wie sonst immer. Das freut mich natürlich, wenn die Leute ein bisschen weniger Stress haben. Wäre vielleicht was für nach Dings für ein Enkel? Ja, Cabo? Habt ihr Cabo selbst? Nee, ne? Nein, du sagst immer, ich mag Cabo. Ja, Cabo ist die Sky und nur besser. Nein. Wie kann man auch zu viel und genug Spiele haben? Das geht nicht. Man kann nicht genug Spiele haben. Man kann sich mal so vornehmen. Man hat ein Regal, wenn das voll ist, gibt es nicht mehr, aber... Ich habe schon eins oben drauf gesetzt. Genau, das wollte ich nie. Halt neues Regal, nein, das wollte ich nicht. Und irgendwann ist auch Schluss. Also Runestones kann man auf der Messe jetzt kaufen tatsächlich und sonst wahrscheinlich im regulären Handel. Und Ecos, ich weiß nicht, wo man das nach dem Spiel kaufen könnte. Ich habe morgen einen Termin bei AEG. Ich hoffe, dass ich daran denken werde, das zu fragen, wie man das danach bekommen kann. Ich sage, die Leute waren total happy, dass sie endlich mal eine Schlange hatten. Ich habe mal alle 6 an die Länge für die Sky hier, weil die ganzen die Jungs sind. Okay, könnte ich mal angucken. Runestones gibt es bei Queen, so meinst du im Handel? Ja, wie gesagt, bei Queen gibt es da echt viele von. Da habe ich auch schon einige rumlaufen sehen. Mit Queen Games mache ich aktuell irgendwie nicht so viel, aber kann man jetzt auch mal anfragen. Bei AEG waren wir immer noch nicht. Point Salad. Ja, Point Salad werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, wahrscheinlich, hoffe ich. Ja, AEG haben wir morgen 14 Uhr Termin. Das ist immer doof, wenn wir Termine haben, oft, also am Sonntag vorhin Termine haben, weil da sind meistens viele Sachen noch weg. Aber da, wo wir heute Sonntag waren, genau. Die dann gesagt haben, wir müssen da irgendwo zu Pegasus, genau. Ah, gibt es da Bonbons?
Und Getränke? Pegasus ist eigentlich immer ganz gut ausgestattet. Okay, Pegasus hat auch so abgeschlossene Kabinen, die wahrscheinlich relativ warm sind, aber die halt auch dementsprechend ein bisschen leiser sind. Aber es war toll. Darf ich mit? Ja. Okay. Ich meine, im Handel kommen wir nicht zum Spiel. Also Queen Games sind ja im regulären Handel immer ein bisschen schwer zu halten. Amazon, guck mal, gibt es das schon bei Amazon? Würde mich jetzt wundern, wenn es da nicht gelistet wäre. Gucken wir mal. Runestones, Queen, scheint noch nicht, der Name? Nee, ist noch nicht gelistet, wird wahrscheinlich auch nach der Spiele online gehen. Ich habe die Brille gefunden. Kind. Ah, ich habe sie irgendwo gesehen. Im Badezimmer. Ja. Bei den Augentropfen. Diese Geschichte mit einem Regalanschluss kenne ich. Ich habe immer noch Buchregal. Dafür habe ich jetzt schon endlich in neue Böden eingezogen. Draftosaurus, Aquatica, Cannibal Monsters, Wonderful World, man leider morgen schon aus. Sanctum auch. Oh, schade. Tortuga, 21,99. Genau, also Save the Meeples habe ich. Da wird es was zu geben. Tortuga hat Philipp gespielt. Er meinte, das wäre so ein interessantes Deckbauspiel, glaube ich. Pangea angeguckt. Genau, wobei Philipp meinte, die Deluxe-Version ist eigentlich die, die man spielen will, weil das halt mit diesen Miniaturen deutlich geiler aussieht. Und Philipp meinte auch, das Spiel war ganz geil. Also war da ganz angetan von. Schreibe ich mir auch noch mal auf. Ich glaube, ich schreibe es jetzt schon den dritten Tag in Folge auf. Aber ich glaube, ich werde es mir nicht holen. Hast du noch nicht erzählt, wo du deine coolen T-Shirts her hast? Die habe ich selbst gedruckt. Mein eigenes ist einfach das beste Design, das man selbst designt hat. Die anderen sind meistens von QWERTY. Vielleicht kann man Chat schreiben. .com. Und da, genau, da raufgehen, gucken, sucht euch T-Shirts aus, die ihr geil findet, bestellt die nicht. Abonniert den Newsletter, die haben immer 3-4 Mal im Jahr so einen Verkauf für die T-Shirts. Ich meine, 16 ist auch schon gut, die kosten in Deutschland meistens so eher um die 30. Aber die haben einmal im Jahr oder also 2-3 Mal im Jahr sich auch jetzt so im Black Friday zu wieder. So Aktionen, alle T-Shirts für 9 Euro, teilweise manche für 5 oder kauf eins, krieg eins umsonst. Pro Lieferung kann man das 3-mal machen, kriegt man insgesamt 6 T-Shirts oder sogar, ich glaube, ich kriege 6, weil ich XXL habe. Bei kleinen T-Shirts kriegt man dann sogar bis zu 8 insgesamt. Das ist ein Grund. Ja, mehr tatsächlich Lauf kann ich auch messen und so diese T-Shirts auch nicht anziehen, weil ich sehe immer 1000 Leute, die meinen Stift tragen. Aber ich habe extra die Katze mit, vielleicht nehme ich morgen mal außer dem Würfelball, der hat sich jetzt auch schon ein bisschen abgenutzt, mal die Katze, die ist eigentlich auch sehr cool. Ich ziehe morgen auch kein T-Shirt an. T-Shirt, worauf ich am nächsten angesprochen werde. Das hängt davon ab mit dem Montag und Markus. Eigentlich ja, aber da ist halt auch in der Spieleburg großer Homecoming-Tag, großes Ausladen und die stellen meistens halt auch einfach, die kommen Sonntag nach Hause oder Montagmorgen, meistens Sonntagabend, stellen das da irgendwo hin und dann gehen die erstmal alle schlafen und kommen erst 2-3 Tage später wieder. Also prinzipiell ja, ich würde mal sagen zu 50%. Du meinst morgen. Morgen sind wir morgen. Vielleicht gibt es heute einen Montag und Markus. Da müssen wir gucken, wie fit wir nachher sind. Vielleicht können wir Markus auf dem Rückweg einsammeln. Wir müssen ihn dann nur noch nach Hause fahren. Das ist ein bisschen umständlich. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Aber vielleicht kommt er auch vorbei, wenn wir früh genug da sind. Also ich glaube eher nicht am Sonntag, aber vielleicht am Montag. Perseverance Castaway gab es als Demo, aber konnte man noch nicht spielen. Ich habe mich halt noch nicht für die Demo hingesetzt. Das habe ich tatsächlich bei keinem Spiel gemacht, weil da fehlt mir auch tatsächlich, dafür müsste die Messe noch eine Woche länger gehen. Bei Haber waren wir gar nicht. Da wollten wir doch hin, da wollten wir das Kiesing-Spiel holen. Okay. Muss ich auf meine Laufliste schreiben? Nee, aber haben wir. Oder ich schreibe die mal nach der Spiel an, das muss ich ja jetzt hier mitnehmen. Reicht ja, wenn es dann kommt. Wir waren noch nicht bei Ravensburg. Was waren wir bei Ravensburg? Ja, waren wir nicht. Doch, sind wir immer vorbeigelaufen? Ja, ich habe alles von Ravensburg. Ja, sage ich ja. Darum brauchen wir nicht hin. Nee. Und Haber ist. Ja. Ist ja. Ist ja, ich weiß auch nicht. So, gleich haben wir es geschafft. Wir sind bei 79 Daumen und 87 Zuschauern. Was? Es müssen jetzt noch ein paar Leute Daumen nach oben geben oder ein paar Leute ins Bett gehen. Nein. Wie lange ist das Stream? Wir wollten nur ein halbes Stündchen, ne? Wir wollten nur ein bisschen. Ja, es sind 2 Stunden 17 Minuten. Nein. Der Late Night Talk. Das ist wahrscheinlich auch sein Grund, warum das Radschnitt nur eine Stunde macht. Wir haben wahrscheinlich jetzt nicht auch schon überschritten, aber wir können nicht nachlassen. Wir müssen auch nur noch 55 Minuten durchhalten. Nein. Dann sind wir wieder vor 5 Minuten. Oh Gott.
Das ist dann wie das mit dem Vater und dem Sohn. Ja, genau. Verstehe ich es auch nicht. Warum kann man Arboretum auf Deutsch eigentlich fast... Barbacus gab es das. Ich weiß nicht, warum nicht, aber ihr könnt euch einfach bei Renegade gibt's das. Also heute, als ich da war, vergessen, dass ich da war, lagen noch ein paar rum. Das Ding ist ja komplett sprachneutral. Einfach die Renegade-Version kaufen. Dann habt ihr die englische Regel, wenn ihr die nicht verstehen sollte, dann einfach Deutsch runterladen von Abacus auf Boardgame und dann könnt ihr spielen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Hast du Minecraft zum Zeigen? Nicht hier, das sollte hoffentlich in Göttingen auf mich warten. Ich denke, in Göttingen dürften mittlerweile 5, 6 Pakete auf mich warten. Wahrscheinlich jeden Montag hin, da steht eins, wenn überhaupt. Wobei Deep Horizon, Deep Water, Edge of Darkness, dieses Cthulhu-Unterwasserspiel. Das wurde, glaube ich, auch losgeschickt. Das sollte in Göttingen auch schon auf mich warten. Also da kommen auch schon wieder ganz andere coole Spiele. Ist Karl schon weg? Karl hat schon länger nichts geschrieben. Vielleicht ist Karl wohlgesehnigt zu unserer Stimme eingeschlafen. Ach, herrlich. Und ist Willi weg? Hat der Schüss gesagt? Willi ist vielleicht auch eingeschlafen. Nein, der schläft doch nicht. Nicht? Das glaube ich nicht. Willi, bist du noch da? Zu viel Aua. Ach, armer Mann. Ich muss doch gleich wieder raus bei dem Sturm und die ganzen Spiele wegbringen. Mhm. Nö. Was? Du bist doch da. Hi, Schatz. Du hältst aber lange durch. Wacker, wacker, ja. Oh, wo deine Frau doch mal so schweigsam ist und so wenig spricht. Gut, dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, wie nach jeder guten Diskussion, vielleicht kommen jetzt noch welche, würden wir dann auch allmählich mal Richtung Bett, damit wir die Stunde mehr auch genießen können. Und wie gesagt, ich muss jetzt noch ein paar Sachen, ihr habt mir wieder ein bisschen Input gegeben, und dann werde ich das alles mal abarbeiten, mir noch mal eine Laufzettel machen, gucken, ob Marcel mir noch Sachen geschrieben hat, die er unbedingt haben möchte. Das wird er heute Abend bearbeiten und dann wenn wir morgen noch viele Spiele kaufen, das sind die größten Teile zu Marcel. Und ja, dann danke ich euch allen recht herzlich. Wir danken euch allen recht herzlich fürs Zugucken. Ja, danke schön. Haben es wieder sehr genossen. Vielleicht machen wir so eine Form des Streams einfach häufiger. Vielleicht dann, also Mutter eher selten, aber vielleicht einfach mal, nicht allein, ist vielleicht doof, aber mit Karl ist auch mal sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Können wir das nicht per... Per Skype, ja, es gibt potenziell. Da müssen wir gucken. Nein. Aber es ist auch schon... Und die Mutter will auch keiner so oft hören. Ich glaube, so, man muss sich rar machen. Die rar machen ist immer gut. Rar machen High, ist... Also die Messe, wo sich alle drauf freuen. Genau, und so Weihnachten. Messe, Ben und Mutti. Genau, und Weihnachten noch. Das denke ich auch. Ich würde sagen, Brett zusammenklappen, Einleitung drauf, Decke zu, gute Nacht. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, ich würde auch sagen... Gute Nacht, war wieder super nett, super schön. Freut uns, dass ihr alle auch hoffentlich eine tolle Messe hattet, Spaß habt. Und dann sehen wir uns, ja. Vielleicht morgen. Morgen ganz sicher schon wieder. Genau. Und übermorgen auch und den Tag drauf auch. Und dann, wenn Stefan weg ist, ist ja auch schon wieder Montag mit Markus Zeit. Also da gibt es das, denke ich, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt noch Urlaub bis zum 13., glaube ich. Und ab dem 15. ist dann ja auch schon das Patreon-Wochenende. Also wir sind gut dabei. Ja, ich muss im nächsten Monat auch nur zweimal arbeiten tatsächlich. Das wird also. Da werdet ihr jetzt in den ganzen Spielen relativ zeitnah Videos sehen. Und dann sagen wir mal wieder gute Nacht, schlaf gut, bis morgen und tschüss. Tschüss.